Badcast 161 und nach unserer fast sechsstündigen Besprechung von The Flash haben wir uns mal eine kleine Erholungspause gegönnt. Ja, und kommen nun wieder aus dem Loch gekrochen, dem sogenannten Sommerloch. Wir nutzen die entspannte Zeit um über liegen gebliebene News zu sprechen und widmen uns heute auch mal dem digitalen Comiclesen und was sich hierfür anbietet. Mit dabei haben wir heute den Gerd. Hallo. Schönen guten Abend. Der Marian. Hallo. Ja, der Henning, der ist noch im Sommer gefangen, der macht Urlaub. Der Rico mehr oder weniger auch, der muss arbeiten und schlafen. Aber da wir ja auch über die San Diego Comic Con und deren Highlights, vor allem was Toys und Merchandise angeht, haben wir gesagt, da packen wir jemanden aus, der sonst nichts auspackt. Den Lukas haben wir heute wieder mit an Bord. Hello. Grüßt euch. Servus, hallo. Wie ist denn das bei euch jetzt, wenn wir jetzt mal längere Zeit nichts gemacht haben, so zum Thema Batman und wenn jetzt auch die News so ein bisschen flau werden, was es angeht. Mit was für Themen beschäftigt ihr euch da so? Also gibt es da noch so Ausweichthemen, dass ihr sagt, da ist jetzt gerade weniger los, dann surfe ich mal mehr auf den Webseiten rum und beschäftige mich da thematisch eher damit. Also bei mir ist es ja, ne, wisst ihr ja, Masters of the Universe zum Beispiel, das ist dann immer eigentlich so im schönen im Abklatschen, dann gibt es da mal wieder eine neue Actionfigur, neue News und sowas und dann geht es irgendwie dann auch wieder flüssig rüber zu Batman. Habt ihr da auch solche Zweithobbys oder Ersthobbys? Also ich würde jetzt erstmal mit Nein antworten. Es gab jetzt eine Zeit nach The Flash, wo es im Discord ein bisschen wieder mehr Bewegung gab. Mhm. Da habe ich dann da so ein Stück weit rumgehangen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch passend zum Thema vermehrt Bücher gelesen. Plötzlich für mich hat so die Leselust gepackt die letzten Monate. Und dann habe ich mich mehr so in Bücher vertieft, tatsächlich statt rumzusurfen. Ja. Also Comicbücher, weil du hast ja auch viele Reviews jetzt auch geschrieben. Auch Comicbücher, aber auch normale. Also so Bücher so. Dickes Ding, man schlägt es auf, es stehen nur Sachen drin, keine Bilder. Es ist ganz, nur Worte. Es ist ganz, ist ganz seltsam irgendwie. Ne? Ich denke immer, wann kommt es denn mal das Bild? Ne? Wer ist denn hier der Zeichner? Davon habe ich gehört, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Und das sind so ein paar Sachen dabei. Ich bin ja so, dass ich fange ja ungefähr 5, 6 Bücher gleichzeitig, fange ich an zu lesen und dann eins bleibt dann auf der Strecke oder ne, so. Und ich habe jetzt vieles so zum Richtung Ende gebracht. Da freue ich mich richtig drüber. Also es ist tatsächlich schön zu lesen. Ja, was gibt es da Empfehlenswertes? Sag doch mal, hau doch mal was raus. Was hast du abgeschlossen und fandst du gut? Ich habe jetzt erst die Woche abgeschlossen, weil das hat Henning schon mal vor ein paar, ich glaube, vor 2 Jahren empfohlen im Jahresendcast und mir wurde das zum Geburtstag geschenkt, Achtsam Morden habe ich abgeschlossen. Das ist so Trivialliteratur, aber mich hat es sehr amüsiert. Geht es da um den perfekten Mord letztendlich? Nee, es geht darum, es achtsam zu tun möglichst. Mhm. Und da werden so die Achtsamkeitsprinzipien so hergenommen und erstaunlicherweise recht präzise tatsächlich, aber eben darauf angewandt, wie man Menschen um die Ecke bringt. Und es ist recht unterhaltsam geschrieben. Und nachdem ich das gelesen hatte, habe ich sogar nochmal angefangen, mir das Hörbuch anzuhören. Das würde ich sogar noch mehr empfehlen als das Buch selber. Das wird von Matthias Matschke gesprochen. Das ist zum Schreien komisch tatsächlich. Vor allem am Anfang, da geht es viel um Anwaltskanzleien und so. Da kenne ich mich ja ein bisschen aus und es ist sehr authentisch beschrieben, wie es dort so abgeht. Also ja, also genau, das ist jetzt nichts Deepes quasi. Gerd, wo hast du dich reinfallen lassen in der Zwischenzeit? Hast du mal wieder einem Hobby frönen können, wo du gesagt hast, länger liegen geblieben oder irgendwas fertig gemacht, irgendwas von Pile of Shame abgearbeitet, ja. Tatsächlich, also auch, so wie Marien, bin ich jetzt auch wieder mehr ins Lesen gekommen. Bei mir sind es aber wirklich hauptsächlich Comic. Also ich habe jetzt die letzten Monate sehr, sehr viele Comicbücher nachgeholt und auch neue gelesen, auch aufgrund der Reviews, was auch sehr erfrischend ist, das jetzt mal nach einer ganzen Zeit lang wieder zu machen. Ja, und ansonsten bin ich ja immer noch leidenschaftlich, also inzwischen bin ich halt so mutiert vom Zocken her. Ich bin inzwischen so leidenschaftlicher Souls-Gamer, sprich also die härtesten Spiele mit dem größten Schwierigkeitsgrad, die ich unbedingt irgendwie beenden will. Wahrscheinlich irgendwie so eine Art Midlife-Crisis, nachdem auch ich muss es mir beweisen, dass ich das auch kann. Du meinst Arkham Knight?
Arkham Knight ist kein Souls-Game. Also das ist vorher, nee, aber ich weiß nicht, ob du Sekiro kennst oder Elden Ring. Damit habe ich letztes Jahr schon angefangen. Ich habe ja sogar auf unserem Discord so einen Channel gemacht, masochistische Gamer, die Herausforderungen suchen und da poste ich ab und zu mal. Das habe ich jetzt auch verstärkt gemacht, weil ich auch wieder viel Zeit hatte und auch da echt Erfolge hatte. Ja, und ich versuche mich immer noch, was ich halt auch so ganz nebenbei mache. Habe ich ja schon Ende letzten Jahres mit angefangen, mich an Kolorieren von Comic. Ne? Was kann man, wie kann man halt Comic zeichnen, kolorieren? Habe ich auch mal ein paar so in den Discord reingestellt und da versuche ich halt auch immer noch so ein bisschen mehr zu lernen, auch mehr Tricks rauszukriegen. Aber da muss ich immer sagen, da fehlt mir manchmal Durchhaltevermögen. Sprich, so nach 1, 2 Stunden kann ich mich nicht mehr so darauf konzentrieren. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass das Kolorieren von Comics eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Also es ist nicht einfach nur, ja, da malen wir so ein paar Bildchen bunt aus und das war es dann, sondern das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und wirklich hochkomplex, um das da auch hinzubekommen mit Licht und sonst was. Also da merkt man erstmal, wenn man so Comics, wo man so beiläuft, wirklich, die sind ja schön bunt, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ne? Und das mache ich aber jetzt so nebenbei. Werde ich bei Gelegenheit auch mal wieder ein paar Sachen reinstellen, wenn ich sie für gut genug empfinde. Ja, und ich spiele auch so für mich privat einfach auch ein bisschen mit KI weiter rum. Ne? Was macht man, wie generiert KI Bilder? Ich habe ja im Moment etwas mehr Freizeit wie sonst üblich und die genieße ich halt auch. Und das lasse ich jetzt auch so ein bisschen weitschweifig erstmal auslaufen. Vor allen Dingen nach den ganzen herben Filmenttäuschungen, sage ich mal, die wir in der letzten Zeit hatten, braucht man auch mal wieder guten Ausgleich. Und wir kommen ja gleich auch auf jeden Fall noch zu den Comics, wie gesagt, weil da tut sich jede Menge. Lukas, wie hast du die Zeit genutzt? Was hast du die letzten Wochen, Monate gemacht? Ich habe ein paar Fotos gesehen bei Discord. Du sammelst jetzt Umzugskartons. Bin ja gerade in der Mitte der Sommerferien, da habe ich endlich mal ein bisschen Zeit, so ein bisschen aufzuräumen, zu sortieren, auch auszumisten. Und der erste Schritt war jetzt mal alles, was irgendwie verteilt war, die ganze Zeit aus Platzmangel, erstmal an einen Ort zu holen, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe seit knapp 3 Jahren einfach immer nur gekauft, in Kisten gepackt und abgestellt. Und die Hälfte davon wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich es besitze. Ja. Was ja eigentlich zeigt, dass ich es nicht brauche, aber was soll ich sagen? Ich habe dann weiter. Ich habe ja so ein Programm, um so ein bisschen den Überblick zu behalten, wo ich wirklich jetzt 3 Jahre lang nichts gemacht habe und habe da mich jetzt mal 3 Tage hingesetzt und einfach mal nachgeholt und alles digital irgendwie vermerkt, dass ich weiß, was da ist, wo es ist. Und jetzt wird als nächstes halt geguckt, bisschen aussortieren und ja, vielleicht das ein oder andere verkaufen. Mal gucken. Gelesen habe ich auch was, allerdings keine Bücher, Marian. Was ist denn das? aber ein bisschen Comics tatsächlich. Und da habe ich endlich mal die Batman Adventures gelesen, Ja, die ich genau. immer so sporadisch mal gelesen hatte. Die deutschen Einzelhefte habe ich ja irgendwann mal komplett nachgekauft, die noch gefehlt haben. Und jetzt habe ich mal schön alles der Reihe nach durchgelesen. Und es ist wirklich empfehlenswert, also macht Spaß. Ist halt leichte Unterhaltung, aber kann man super schnell weglesen und ist tatsächlich sehr empfehlenswert, ja. Ansonsten, was hat man noch? Gerd hat von Enttäuschungen im Filmbereich gesprochen. Stimme ich ihm soweit zu, wobei ich letzte Woche in dem Turtles-Film war und der ist auch empfehlenswert. Ist auch so das zweite Franchise, wo ich immer so ein bisschen drauf schiele auf die Turtles. Und der Film, der macht wirklich viel richtig und modernisiert so ein bisschen, aber bleibt trotzdem dem Kern der Figuren treu und das finde ich sehr gelungen. Du hast ja vorher gesagt, du hast vieles gefunden, was du gekauft hast, was du gar nicht wusstest, dass du es hast. Hast du denn auch doppelte Sachen gefunden? Absolut, ja. Echt? Und kommt es Menschen, die bei uns im Discord sind, kommt es denen irgendwann mal zugute? Wie gesagt, ich bin noch im Aufräumen und Sortieren und von einigen Sachen wusste ich, dass ich sie doppelt gekauft habe. Einfach in dem Wissen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal verkaufen will oder weil es halt schnell ausverkauft ist. Auch so ein bisschen als Wertanlage. War wirklich auch einiges dabei, wo ich dachte, oha, cool. Wusste ich gar nicht, dass ich schon habe. Aber was war so ein cooler Moment, also wo du gesagt hast, ja, schön, dass es da ist? Wenn Lukas jetzt sagt, der hat diesen Ninja Batman auf dem Pferd, fahr ich sofort runter. Verlasse ich meine Familie für dich, Lukas.
War das so eine Statue, ne? Das war so eine Statue, die hat, glaube ich, 1600 € oder so gekostet. Wenn ich damit anfangen würde, müsste ich ausziehen wahrscheinlich. Ach so, ja, aber wie gesagt, ich würde ja dann, ne, so. Um deine Frage zu beantworten, Bernd, es waren Figuren der Animated Series. Zum Beispiel das Batcave Playset. Da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich es damals gekauft hatte oder ob ich es kaufen wollte. Und da habe ich ja, glaube ich, sogar ein Foto in den Discord geschickt. Das steht jetzt erstmal unten im Regal. Wird dann irgendwann noch ausgepackt. Und den Batwing habe ich dann gefunden. So ein paar andere Sachen noch. Fällt mir jetzt gerade nichts ein direkt, aber war schon einiges dabei. Muss auf einem Flughafen wohnen. Wenn ich hier den Bett, ich könnte den Batwing bei mir nicht finden. Ich würde ständig drüber stolpern. Also ich wüsste gar nicht, wo ich den hinstellen sollte, wenn ich ihn hätte. Aus, das hat 3 Stockwerke und wir sind bisher nur Ah. zu zweit und ich brauche den ganzen Platz. Das ist total Ja. irre. Garage ist noch dabei, Dachboden ist dabei und irgendwie habe ich mich auf zu viele Sammelgebiete ausgeweitet und hätte das vielleicht mal irgendwann beschränken müssen. Ich habe ja auch ein ganzes Zimmer nur mit Brettspielen, Brettspielsammlung. Ah. Das ist Wahnsinn. Und die kann man ja halt auch schlecht irgendwie platzsparend lagern. Deshalb freue ich mich auf Tipps zum digitalen Comic lesen, dass ich vielleicht da den Platz kriege. Ich glaube, die können wir auf jeden Fall geben. Jetzt nur kurz für die Hörer, die sich ab und zu wundern, dass du vielleicht ein bisschen abgehackt klingst. Du sprichst ja übers iPhone gerade mit uns und ich glaube, dass sich da der Ton eventuell, wenn wir sprechen und du dann sprichst, dass die sich in die Quere kommen und dann entsprechend dich ausblenden in dem Moment, wenn jetzt gerade jemand über dich drüber spricht. Deswegen, das ist jetzt einfach mal so eine technische Sache, mit der, die man jetzt, glaube ich, so ganz schnell nicht korrigieren kann, aber nur damit wir da das berücksichtigen und auch die Hörer wissen, warum dann vielleicht hier und da nur das ein oder andere Wort gefetzt wird. Genau, so, aber was wir von dir noch auf jeden Fall brauchen, ist deine Meinung zu The Flash. Schwierig. Also ich war total zwiegespalten und bin auch immer noch unentschlossen, ob ich ihn jetzt wirklich mega scheiße finde oder doch noch okay. Also es waren Elemente drin, die mir gefallen haben, aber einfach zu wenig, um den Film als guten Film zu bewerten. Also es ist kein guter Film, definitiv nicht. Allein von der Struktur her schon nicht und das, was er sich vorgenommen hat. Und ich habe mir überlegt, wenn ich ihn mir nochmal anschauen würde, dann wahrscheinlich erstmal nur die Szenen, in denen Batman auftritt. Weil als Flash-Film, ja gut, Flash hat mich eh nie so richtig interessiert. Ich konnte auch nie mit Ezra Millers Darstellung so richtig was anfangen, wurde damit nie so warm. Und vielleicht spielt auch das so ein bisschen mit rein, was er da so privat getrieben hat. Ich weiß nicht genau, ob ich das so trennen kann. Aber um die Frage kurz zu beantworten, kein guter Film. Da können wir dann auch eben in unser News Roundup mal einsteigen, um dann eben solche Themen wie The Flash dann auch, ich sag mal so, zu Ende zu bringen. Ne? Wir haben ja übers Box Office auch das letzte Mal schon gesprochen, dass das ja alles nicht so toll aussah. Der Film, der steht aktuell bei weltweit 268,47 Millionen bei einem Budget, was, tja, ich glaube, offiziell irgendwo bei 230 Millionen liegt, intern wahrscheinlich noch weitaus höher gehandelt wird. Also auch als, glaube ich, manch einer Titel größter finanzieller Flop, was Comic-Verfilmungen angeht. Ich weiß nicht, wo sich das da alles so gegenrechnet, aber ja, auch in Deutschland sieht es jetzt nicht allzu toll aus, 289.000 Besucher bislang. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch in Kinos läuft aktuell in Deutschland. Also ob man den da noch irgendwo in Großstädten sehen kann. Da sind ja jetzt auch andere Filme nachgerückt. Ja, jetzt ist er ja auch schon digital veröffentlicht worden, in den USA recht schnell, schon Mitte Juli bei uns dann. Kam er als Premium-Kauf, also für fast 22 Euro, wenn man ihn denn unbedingt sehen möchte, dann jetzt seit Ende Juli erhältlich. Das Schöne ist, wenn man iTunes oder Apple-Produkte nutzt, dann hat man auch die Möglichkeit, das Bonusmaterial zu schauen. Ich selber habe es noch nicht gesehen, auch nur das, was eben auch offiziell bei YouTube veröffentlicht wurde, habe noch nicht das Making-of in seiner vollen Gänze gesehen und sowas darauf. Freue ich mich trotzdem. Also, das ist ja auch, haben wir ja auch schon bei anderen Filmen gesagt, dass ich
oft faszinierend finde, wie mich diese Making-of-Sachen mehr interessieren als das, was dann im Film umgesetzt wird. Und hier ist es auch so der Fall. Habt ihr jetzt von all den Sachen, die jetzt dann noch so im Nachgang, jetzt sei es durch, ne, Deleted Scenes, oder dieser Hintergrundinfo von wegen des Batmans, was Batmans Motivation war, das Cape an den Nagel zu hängen, also dass er jemanden getötet hat und ein Kind dabei zugeguckt hat oder das Kind des Verbrechers, den er getötet hat, das mit angesehen hat, dass das der Grund war, warum er dann das Cape an den Nagel gehängt hat, oder sonstige Side-Facts, die den Film betreffen. Ist euch dann noch mal irgendwie was in die Quere gekommen, was ihr erwähnenswert fand oder interessant fandet? Nö, allein das, was du gerade gesagt hast, ist, wie ich das gelesen habe, ich hatte das auch gelesen, da ist wieder das Problem, da wird jetzt was erzählt, das wäre seine Motivation, dadurch, dass die aber nicht im Film drin ist, dass wir nicht gesehen haben, macht diese Info den Film nicht besser oder nicht schlechter, der bleibt ja gleich schlechter. Das hätte diese Szene hätten ja dann in dem Film sein müssen, um da in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion beim Zuschauer auszulösen. Wenn ich das jetzt im Nachhinein lese, könnte da auch jetzt als Motivation stehen, ja, und er hat eine neue Keksmarke entwickelt und hat festgestellt, dass er lieber Kekse macht als Verbrecherjäger durch die Gegend. Also, das ist eine absolut nichtige Information, die nichts dazu beiträgt, diesen Film anders, besser oder sonst was zu machen im Nachhinein. Das würde ich so unterstützen. Allerdings, das Ding ist halt, bei Zack Snyder hat es damals sehr viele interessiert. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, wie sehr hat einen der Film abgeholt. So, und du hast einfach bei den Snyder-Filmen damals eine Gruppe von Menschen gehabt, die das einfach sehr mochten und die es dann natürlich cool fanden, wenn es dann im Nachhinein noch irgendwelche Erklärungen oder Side-Facts oder so gab. Aber hier ist es halt so, ich kann nach wie vor mit diesem Film so in mir nichts anfangen, auch wenn ich, ne, wie hat mir ja alles schon auch durchaus belustigt war zu teilen oder wie du, Bernd, einfach aufgegeben habe, in der Zwischenzeit irgendwas ernst nehmen zu wollen und dann läuft es ja damit irgendwie schon, ne? Aber das ist dann halt so im Nachhinein, es verpufft für mich völlig. Ich habe diese News, ich habe, wie Bernd, bin ich ja einer, da sind wir gefühlte Boomer, nutzen wir beide den RSS-Feed Ach, quasi. beste. Da geht nichts verloren, da kommt, ne? Das ist halt verlässlich. So, die News zu The Flash, die da noch danach kamen quasi, die sind bei mir ewig noch in diesem RSS-Feed drin, weil ich die einfach nicht lesen. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und als ich es dann gelesen habe, hat es mich auch nicht interessiert. Und als du das jetzt wieder erzählt hast, habe ich gedacht, ach ja, stimmt, doch, das hatte ich gelesen tatsächlich. Das ist so uninteressant. Genau, das wirkt halt so ein bisschen wie der verzweifelte Versuch, noch relevant zu halten, so im Nachgang, und zeigt einfach, dass der Film ja total durchgefallen ist, sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern. Genau. Ich weiß noch, ich war in der ersten Woche direkt, nicht direkt mittwochs, als er gestartet ist. Ich glaube, wir waren Donnerstag oder Freitag und das Kino war komplett leer. Also wir waren zu fünft und ich hatte vorher geguckt, weil wir eventuell überlegt hatten, mittwochs direkt zu gehen. Da waren 7 Karten verkauft im großen Saal bei uns. Und das war schon so ein Anzeichen dafür, dass das vielleicht schwierig werden könnte. Ja, aber das Ding ist, das weißt du ja vorher nicht, dass der schlecht wird oder so, also der Film. Was der eben macht, heißt ja hier viel, es gibt die Superhelden-Fatigue, ne? Ich habe da ein bisschen so eine andere Theorie, dass es eben so aussieht wie viele andere Superheldenfilme schon von vornherein und man da quasi wenig Neues bekommt. Wir hatten uns im Vorhinein über Picard unterhalten, ne, quasi gehört, okay, wie kann man es denn neu machen und dieses alte Zeug neu machen, dass du trotzdem noch Leute anziehst. So, und jetzt hast du halt hier mit Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible, selbst hier, Flo hat es heute geteilt, ne, in dem Artikel, da hast du selbst Indiana Jones bringt mehr Leute ins Kino ordentlich, ne? Selbst wenn du da siehst, okay, der stolpert nur da von einer Person zur anderen, die den alten Harrison Ford noch irgendwie festhalten kann. siehst du schon im Trailer und trotzdem ist es irgendwie, ziehen die Leute wieder ins Kino, was ja sehr schön ist, aber da siehst du halt, okay, also auf dieser Art brauchst du keine Filme mehr anbieten. Also, ne, das, auch alles, was da zukünftig kommen mag, egal von welchem Filmstudio und egal von, ne, aber wenn du so weiter Superheldenfilme verkaufen willst, kannst du vergessen. Vielleicht hat es halt einfach gedauert, bis der Flash-Film dann letztendlich da war. Auch. Aber kurze Frage an dich, Bernd. Wie fandest du den ersten Auftritt von Michael Keaton? Ich weiß noch, ich saß im Kino und dachte so, oh Gott, Bernd muss jetzt sehr stark sein. Ich habe echt noch gehofft, dass es nicht Michael Keaton ist. Der da aus dem Schrank gesprungen ist. Richtig.
Ja, also ich meine, wer die Besprechung gehört hat, also ich war da nicht fein mit dem, was eben aus ihm wurde. Also das habe ich mir tatsächlich komplett anders vorgestellt, ausgemalt für die Zukunftsversion meiner 89er Vorstellung, ehrlich gesagt. Also ich war da, aber ich war da schon an diesem Punkt, wo ich gesagt, ach komm, macht es kaputt. Also es war ja wirklich dann, da war ich schon beim Abwinken. Das war nach dieser absurden und irgendwie geilen Sequenz mit dem Baby in der Mikrowelle, habe ich dann gesagt, okay, macht's. Komm. Kollektives Kopfschütteln hier Ja, übrigens. Ja. genau. Trotzdem versuche ich mich ja an manche Sachen zu klammern, weil mir geht es ja ähnlich wie dir, Lukas, dass man dann sagt, okay, ausschnittsweise möchte ich so ein paar Sachen schon noch sehen, aber ich muss dafür nicht nochmal den ganzen Film sehen. Und da zählen natürlich Batman-Momente mit dazu. Das bietet der dann schon. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, und deswegen komme ich jetzt nochmal ganz kurz zu dieser ethischen Frage, also zu dieser Batman hängt das Cape an den Nagel, Frage. Wir haben ja eh schon mal gesagt, wir müssten mal so einen speziellen Cast machen, indem wir uns über spezielle Batman, also Fragen, die sich so im ethischen Bereich, was Batman angeht, befasst. Aber ich meine, der Burton Batman war schon immer einer, der ja nicht gerade zimperlich war, ne? Der wirft die Leute vom Dach, der klemmt denen noch eine Bombe dran, der wirft den einen Goon nach dem anderen vom Glockenturm. Also ohne daran zu denken, dass die vielleicht Kinder haben. Ja, also da ist es dann nicht so, dass er dann sagt, okay, boah, puh, da wächst jetzt jemand ohne seinen Vater auf, weil ich den vom Glockenturm geschubst habe. Aber ab dem Moment, wenn ne, sich sein Trauma wiederholt, und zwar, dass ein Kind zuguckt, wie er jemanden umgebracht hat, unwissentlich, dann hängt er ne, das Cape an den Nagel. Was denkt ihr, ist das? Ist es zu tief gedacht meinerseits? Für die Motivation oder ja, ist das eben bei so einer Figur aus den 89er oder 90er Jahren, wo alles irgendwie so in Richtung stirb langsam, Bruce Willis Figur ging und getötet wurde, weil man es einfach gemacht hat, einfach ist halt dann so. Das ist interessant. Ich glaube, das ist tatsächlich was mit der Zeit zu tun hat, weil ich erinnere mich noch im Nachgang zu Batman wie Superman und den Snyder-Filmen, da wurde ja auch kritisiert, wie krass Batman da mit seinen Gegnern umgeht. Sprich, mit Batmobil über den Haufen ballert und diese berühmte Warehouse-Kampfszene. Aber in den 80er, 90ern, keine Ahnung, war das irgendwie weniger Thema. Vielleicht stört man sich heute daran ein bisschen mehr, aber es ist echt interessant, darüber mal nachzudenken. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon mal gesagt, dass da natürlich die Nolan-Filme das sehr gestresst haben. Ne? Dieses Credo nicht zu töten, das war ja dann, wurde schon hochgespielt, wobei das ja schon immer auch, glaube ich, eine Kritik an den Burton-Filmen war, schon davor, dass Batman das ja in den Comics nicht macht und dass er da, ne? Und aber ja, ich glaube, dass man durch die Nolan-Filme noch mehr drauf geeicht wurde, dass das eben die Figur mit ausmacht, dass sie eben diese Einstellung dazu hat. Dann würde ich sagen, das kann man tatsächlich von beiden Seiten tatsächlich gut verargumentieren. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, okay, es ist halt diese Meta-Antwort, in den 80ern oder 90ern Ja. hat es halt niemanden interessiert. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, ja, klar kann ich immer behaupten, einfach als jemand, der die Filme macht, Batman hat sich bis dahin einfach darüber keine großartigen Gedanken gemacht, Leute irgendwo runterzuschubsen. Und jetzt plötzlich sieht er aber, dass es ein Kind sieht und bemerkt erstmal, was er eigentlich selber die ganze Zeit tut. Also, dass das quasi ein reflexives Moment ist, aber das, ne, dass du das bei allen Leuten durchkriegst, ist halt schwierig. Diese Idee, jetzt erstmal von der Grundidee, das ist ja gar nicht mal so schlecht, aber es hätte ja in dem Film in irgendeiner Art und Weise dargestellt werden müssen, damit mir das als Zuschauer klar wird, weil ich habe mich ja auch gefragt, also ich fand diese Erklärung, die im Film ist, ja, Gotham City ist jetzt eine der sichersten Städte der Welt, die war halt, die hörte sich so Larifari an, so mehr nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendeinen blöden Grund finden, warum der halt das Cape an den Nagel gehängt hat. Das haben wir, hat halt. Wurde halt im Nachhinein ein tieferes Motiv erzählt. Und da sind wir aber wieder. Wenn das erzählt wird, im Film heißt es immer Show, don't tell, Show. Ich will es halt sehen. Ich muss es dann sehen, um halt auch den emotionalen Anker zu finden, um mich damit auch wirklich auseinanderzusetzen in dem Moment. Ich sag mal, und das ist ja bei Flash, wie gesagt, so schlecht wie der Film ist, was Bernd ja auch schon sagt, was wir alle wissen, ich zum Beispiel auch, ich habe da die digitale Version und es gibt so diese
zwei, drei Keaton-Momente zum Beispiel, da wo er mit Barry spricht, gerade in der Höhle und so weiter, die funktionieren. Die sind ja super. Das Problem ist, der Film hat da viel zu wenig von. Das ist einfach das Problem. Es gibt auch zwei, drei Momente mit Supergirl, die wirklich toll sind. Aber das Problem ist, das sind dann ein paar Sekunden und dann findest du inzwischen auf YouTube ja auch Zusammenschnitte. Ich glaube, der Batman-Zusammenschnitt mit Michael Keaton geht irgendwie 8 Minuten und der mit Supergirl sind 6 Minuten. Also das sind alle Szenen mit ihnen zusammengeschnitten. Mehr ist das nicht bei einem Film, der wie 2,5 Stunden geht. Ne? Also wo man dann sieht, wie wenig das eigentlich es ist und wie gestreckt der Film mit seiner Grundhandlung eigentlich auch ist, die er da uns präsentiert. Aber auch kein Batman-Film ist, das muss man dazu. Ich habe ein sehr langes, ausführliches Interview, 1,5 Stunden, mit dem Ezra Miller-Double mir angeguckt bei YouTube, was sehr interessant war. Na, das ist der Ed Wade, der Ja. dann so als Stand-in oder beziehungsweise, ja, doch das Stand-in, dem dann später das Gesicht drauf gezaubert wurde oder so im Austausch dann eben auch mit Ezra Miller war. Und da kam noch so die Info raus, also das ist jetzt nicht die weltbewegendste Info, aber weil wir das in der Besprechung eben hatten, woher denn auf einmal dieses Come on Barbie, Let's Go Party kam. Das war tatsächlich von ihm so ein spontaner Spruch, den er da gebracht hat, den haben die drin gelassen, wie so vieles halt eben auch spontan eben entstanden ist. Also es war weder eine Barbie Preview oder eine Geschichte fürs Marketing für den Film, der da noch kam. Aber war ein ganz, ganz interessantes Interview, fand ich, weil er das ja tatsächlich aus einer recht emotionalen Perspektive auch erzählt, für so einen relativ unbekannten Schauspieler, der dann auf einmal für ewige Zeiten an dieses Set gebunden war und ja, da sich natürlich noch mal alles anders anhört, wie es da am Set lief und wie aufregend das war und ja, was der durchgemacht hat. Also aus einer, sagen wir mal, Normalo-Perspektive, das fand ich ganz spannend. Also wer das Interview sucht, das gibt's bei YouTube, Reds Reviews nennt sich, ein ganz kleiner Kanal und da ist Ich eben. habe das auch, aber ich habe es noch nicht, also ich habe es nur mal angefangen zu schauen. Ich bin noch nicht ganz durchgegangen, weil mich das auch interessiert, weil mich interessiert bei The Flash tatsächlich sogar sehr viel, gerade mit diesem Double halt, auch wegen dieser Technik, die sie angewandt haben, mit dem Drehen, was sie da gemacht haben. Weil das sind zum Beispiel Sachen, die ich dann auch persönlich als revolutionär empfinde, ne? Dass sie also wirklich mit den beiden am Set gedreht haben und ihn schon am Set, also mit dieser Apparatur, wurde ja dem Muschetti auf seinem Kontrollmonitor schon das Gesicht von Ezra Miller da drauf gepappt. Das heißt, der sah schon am Set, zwar nicht so in allen Feinheiten, aber der sah schon, wie das aussah, also ob das alles miteinander funktionierte. Und das interessiert mich ja sehr. Wie er sagt, und ich sage auch, Ezra Miller hat seine Momente in dem Film. Ich finde diesen gesamten Film einfach in seiner ganzen Konzeption halt, ist er in vielen Punkten, wo er sich auch im Wege steht und nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ich mag bestimmte Szenen mit Keaton. Ich mag Ezra Miller, der auch teilweise sehr erwachsen spielt, was ich ihm auch gar nicht zugetraut hätte bis jetzt bei den ganzen anderen Sachen, die sie mit The Flash gemacht haben. Aber das ist halt zu wenig bei 2,5 Stunden. Das ist das Problem. Es ist halt einfach zu wenig, als dass es den Film emotional die ganze Länge über halten könnte. Wenn die Szenen kommen, finde ich es auch gut. Auch haben sie mir wirklich so gut gefallen. Ich hätte auch gern mehr Supergirl gesehen. Das Problem ist, das ist eine tolle Figur, die leider viel zu flach ist in dem Film. Also ich erfahre ja nicht genug von ihr. Ich würde aber tatsächlich gern mehr von ihr erfahren. So, jetzt müssen wir von dir mehr erfahren, Gerd, und zwar zum Thema The Batman und also The Batman 2 und The Penguin. Und wir alle haben ja auch schon vom Autoren- und Schauspielerstreik gehört, denke ich mal, da draußen. Aber wir würden natürlich auch gerne wissen, was heißt das für die Produktion von Matt Reeves, Fortsetzung zu The Batman. Kannst du uns mal kurz auf den Stand bringen, um zu verstehen, warum gerade mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, warum Hollywood stillsteht. Fangen wir mal ganz einfach an. Wenn in Deutschland ein Film produziert wird und der Regisseur ruft Action, sagt zum Schauspieler so, und jetzt machen wir, da sagt er in Deutschland, sagt er ja, und bitte. Und dann spielt der Schauspieler die Szene und dann sagt der Regisseur zum Schauspieler, ja, könntest du da den Dialog ein bisschen ändern, ein bisschen anders, oder fällt dir da was anderes ein, kannst du was improvisieren? Da sagt der Schauspieler ja. Dann wird die Szene neu gemacht, da sagt der Regisseur perfekt. Das wird man in Hollywood auch. Aber jetzt kommt der Unterschied. In Hollywood haben die Gewerkschaften der Schreiber mit den Studios vereinbart, dass jede Änderung, die der Regisseur beim Dreh vornimmt, vom Autor schriftlich festgehalten werden muss. Und zwar am Set. Das heißt, in Hollywood ist der Drehbuchautor
Zwar nicht permanent, aber bei allen Schlüsselszenen mit am Set. Das heißt, wenn man etwas ändern will, damit er das ändern kann und wenn man improvisiert, dass er diese Improvisation in das Shooting-Skript aufnimmt und entsprechend gegenzeichnet. Das ist in Ordnung. So, im Moment ist jetzt die Situation, die Autoren streiken. Das heißt, die gehen nicht ans Set, die weigern sich zu schreiben, weil sie halt mehr Geld haben wollen, weil die meisten Autoren werden halt nur nach Tarif bezahlt. Es gibt nur ganz wenige Drehbuchautoren, die ihre Honorare halt vertraglich aushandeln können. Ein Großteil, da gibt es halt Tarife pro Seite, die man abliefern kann, pro Zeile. Wie die genau sind, weiß ich nicht. So, die weigern sich jetzt zu schreiben. Das heißt, Matt Reeves kann jetzt, wenn er dreht, nur das wortwörtlich verfilmen, das, was er hat. Das heißt, er kann dieses Skript nehmen, er kann das Wort für Wort so verfilmen, und dann ist das auch in Ordnung. Das Problem ist nur, erst beim Dreh stellt man ja fest, ob bestimmte Sachen funktionieren, ja oder nein. Das heißt, wenn der jetzt feststellt, die Szene funktioniert mit dem Dialog nicht und die Szene funktioniert so nicht, wie der Autor sie geschrieben hat. Aber was, wenn er denn selber der Autor ist? Soll ja auch ist. Ja, der Autor ist ja Mitglied in der Gewerkschaft und der verpflichtet sich, das ist das genau, was James Gunn jetzt auch hat. Die sind Mitglied in der Union und die verpflichten sich, den Union-Richtlinien treu zu bleiben. Das heißt, Also wäre Matt Reeves sowieso raus, weil er quasi, okay, weil er eh Writer ist. Ich meine, der geht ja eh die ganze Zeit mit demonstrieren. genau, der geht ja mit demonstrieren und und selbst wenn er jetzt sagen würde, nein, ich will trotzdem weiterhin, er dürfte, weil er hat sich verpflichtet, als Union-Mitglied die Richtlinien der Regeln der Union einzuhalten. Das heißt, so als genau wie James Gunn. Das heißt, er darf es gar nicht, weil er sonst ja gegen die Union verstoßen würde. Er könnte ja sogar ausgeschlossen werden. Und wenn man in Amerika aus einer Union ausgeschlossen wird, das ist ungefähr so nach dem Motto, du kommst auf einer schwarzen Liste, du arbeitest nicht mehr in Hollywood. Das heißt, das wird er sich auch gar nicht trauen. Also die Unions sind da schon sehr, sehr mächtig. Jetzt haben wir das Zweite, die Schauspieler streiken. Ganz genau, es streiken die Extras, die Kleindarsteller. Dazu muss man wieder unterscheiden. Es gibt halt Schauspieler, die meisten Schauspieler, die großen Schauspieler sind halt nicht Mitglied in der Union. Zum Beispiel jetzt ein Ben Affleck ist nicht Mitglied in der Union, eine Gal Gadot ist auch nicht Mitglied in der Union. Die sind halt so hoch, die verhandeln ja ihre Verträge separat. Deswegen kommen ja diese Millionengagen zustande. Aber die ganzen kleineren, die Nebenrollen, die kleineren Schauspieler, die sind in der Gewerkschaft organisiert und die werden nach Tagessätzen bezahlt, die Gewerkschaft halt aushandelt. So, die wollen mehr Geld haben im Moment, was ja auch verständlich ist. Inflation und sonst was. So, und das Problem ist, ich kann zwar mit einem Star drehen, aber wenn ich dann im Hintergrund meine 100 Leute nicht mehr rumlaufen habe, weil ich eine Stadtszene drehe, weil das sind ja alles Extras, die bezahlt werden müssen, die jetzt streiken, habe ich keine. So, das heißt, und deswegen stehen im Moment diese Produktionen tatsächlich komplett still, weil, wie gesagt, und die amerikanischen Produktionen, die Regisseure, die können jetzt nicht einfach hingehen nach dem Motto, ja, dann hole ich mir jetzt einfach ein paar Leute, die bereit sind, für $5 mal durchs Bild zu gehen. Dann würden sie halt gegen Gewerkschaftsprinzipien verstoßen. Das wird halt wieder den Ausschluss aus der Union mit Strafen sonst was führen. Und deswegen liegt das jetzt im Moment wirklich alles still. Das heißt, die müssen sich jetzt einigen auf entsprechende Tarifverträge, damit es halt weitergeht. Und solange das nicht passiert, ist dieser Stillstand. Und das nächste, was ja jetzt gerade passiert, ist, es bildet sich in Amerika eine VFX-Union. Also eine Gewerkschaft endlich für die VFX-Artists, die bis jetzt noch keine hatten und die jetzt innerhalb kürzester Zeit sehr viel Mitspracherecht hatten, die auch da die Arbeitsbedingungen verändern will. Und da habe ich jetzt schon Leuten gehört, da könnte es sein, dass es im Oktober, November zu den ersten Streiks kommt. Dass dann die VFX-Companies anfangen zu streiken, was dann wieder Produktionen lahmlegen würde. Dementsprechend. Diesen ganzen Twist, den gab es halt schon immer. Das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, so als letzte Info, warum damals zum Beispiel so ein Film wie Superman erstmal in England produziert wurde, bevor man nach Kanada ging. Wo man einfach, weil damals konnte man das noch umgehen, diese ganzen Unions-Geschichten, indem man einfach nicht in Amerika drehte. Man hat halt im Ausland gedreht. Inzwischen sind aber diese Unions, haben diese Verträge, die gelten halt international. Auch wenn die jetzt in Deutschland drehen würden, werden die nach diesem Union-Recht gedreht. Das heißt also, auch hier könnte man nicht mehr so ohne weiteres da einfach machen. Aber in den 70er war das halt noch üblich. Da wurden solche Sachen sehr gerne umgangen. Man ging halt einfach mit solchen Produktionen dann ins Ausland und hat dann da Extras. Wie gesagt, Kanada war sehr beliebt, England ist sehr beliebt, weil die damals nicht gewerkschaftlich gebunden waren. Und das ist im Prinzip alles.
Jetzt sollten ja die Dreharbeiten im November diesen Jahres ja noch starten. Jetzt haben wir August, also es ist ja noch ein bisschen hin und hier und da hört man schon, ah, man wird sich jetzt an den Tisch setzen und eventuell ist es dann auch schon im Herbst vorbei mit dem Streik. Glaubst du, dass der Plan noch eingehalten wird, im Herbst mit der Produktion von The Batman Teil 2 zu starten? Oder denkst du, ja, werden sie wohl ins nächste Jahr schieben müssen? Ist deine Einschätzung? Von den Vorbereitungen waren die eigentlich schon fertig. Ist gerade The Batman somit das tragischste Union-Opfer jetzt, weil der eigentlich wirklich, die waren schon so weit. Mal wieder. Mal wieder, Ne, so ne? nach So. der Corona-Geschichte damals, jetzt Ja, die Geschichte, ja. ne, das Shooting-Skript existierte, die Sets sind ja auch teilweise schon da gewesen. Das kann ich ja nur aus eigenen Quellen ganz genau berichten. Es gibt auch die ganzen digitalen Assets, die ja schon alle existieren. Das heißt, eigentlich könnte man loslegen. Was ich allerdings jetzt eher glaube, ist, dass dieser ganze Streik dazu führen wird, was wir jetzt schon mitbekommen haben, dadurch, dass jetzt ein riesiges Loch entsteht, weil seit wie vielen Monaten haben wir jetzt die Streiks? Ich glaube, seit 3 Monaten oder 4 Monaten haben wir jetzt schon diese Streiks, die laufen. Das heißt, den Studios geht jetzt das Kinoprogramm aus für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr. Das heißt, ich vermute mal ganz stark, selbst wenn man die Produktion startet, dass The Batman, genau wie jetzt auch in Superman Legacy, uns wahrscheinlich nicht mehr 2025 erreichen werden, sondern wahrscheinlich eher 2026. Wir haben ja gerade erfahren, dass zum Beispiel Dune 2 jetzt schon auf nächstes Jahr verschoben ist, der eigentlich noch dieses Jahr kommen sollte. Ganz einfach, weil die müssen jetzt natürlich müssen die ganzen großen Studios ihre Produktionen strecken, um die Kinos bedienen zu können. Und das ist eigentlich das Gefährliche, so ein bisschen, was jetzt diese Streiks auslösen. Diese Streiks könnten unter Umständen ab dem Herbst dazu führen, dass sehr viele Kinos wieder schließen müssen, weil sie nichts zum Spielen haben. Weil wenn die Kinobetreiber sind zum Beispiel noch nicht in Gewerkschaften organisiert da drüben. Das heißt, die sind jetzt die Leidtragenden, gerade wieder die kleineren Kinoketten und die kleineren Kinos, die werden die Leidtragenden sein, weil kannst du dir auch vorstellen, werden dann die Filme wieder kommen, gerade von den großen Studios, die werden natürlich nur die großen Exklusivdeals mit den großen Ketten machen, um möglichst den Gewinn noch zu maximieren. Das heißt, die Kleinen werden sich dann auch wieder die Leihpreise nicht mehr leisten können, was sie bezahlen müssen, um einen Film aufzuführen. Und das ist die Tragik, die ich da gerade sehe. Das wird unter Umständen wieder zu sehr vielen Kinoschließungen führen. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Also da werden die Kinos wieder darunter leiden, weil halt kein Programm da ist. Ja, scheint sich tatsächlich so ein bisschen zu wiederholen. Aus anderen Gründen allerdings. Okay. Ja. Gut, das heißt, zu The Batman werden wir wahrscheinlich dann die nächste Zeit erstmal nichts hören. Gibt es denn was Neues zu The Brave and the Bold, also dem nächsten Batman-Film, was das neue DC-Filmuniversum angeht? Ich glaube, das Letzte, was wir gehört haben, war, dass eben Andy Muschietti dann die Regie übernehmen wird, worüber wir schon gesprochen haben, und dass James Gunn darauf angesprochen wurde, denn jetzt, nachdem ja auch ein Superman und eine Lois besetzt wurden, wann wir denn mit einer Batman-Besetzung rechnen können, dass er gesagt hat, dass die noch sehr, sehr in sehr weiter Entfernung liegen wird. Das ist zumindest mein letzter Stand. Habt ihr noch was zu The Brave and the Bold gehört? Nee, ich fand nur die Idee interessant. Ich glaube, ich habe die bei Reddit gelesen oder so, also in einem kurzen Zeitraum sehr oft, dass die Castings für Superman Legacy gerüchteweise schon dafür genutzt wurden, Kandidaten für zum Beispiel The Brave and the Bold zu nutzen. Ne? Da haben wir ja immer noch den damals ja schon in der Pattinson-Runde quasi mit vorgekommenen Nicholas Holt, der jetzt auch nicht Superman geworden ist. Und der wird ja gerne immer mal noch so als Batman gehandelt. Not a Fan, by the way. Ja, Aber klar. kann ja alles möglich sein. Dann hieß es eben auch, ja, aber könnt ihr auch Lex Luthor werden oder sonst irgendwas. Genau, und da hieß es eben auch, ja, da guckt man vielleicht auch gleich mal für, ich meine, James Gunn castet ja auch schon die Authority für den Superman-Film. Vielleicht fällt da einer mit ab. Und Ja. jetzt wird es ja langsam vakant, es tut mir leid, Flo, aber wahrscheinlich wird es nicht hier. Jetzt habe ich einen Namen vergessen von Supernatural, der diese schöne Batman-Stimme hat in den Trickfilmen. Wie heißt er gleich? Der geht ja offensichtlich zu Marvel. Der Ja, wird ich weiß. wie heißt er? Nova? Nova. Ja.
Dean Winchester? Wobei, Nee. ja, Ja, aber das ist der Rollenname. aber der Nova-Film ist doch auch schon wieder dementiert worden. Das ist ja gar Jensen nicht. Ackles. Ja, der ist auch schon wieder dementiert Jensen worden. Ackles, genau. Jensen Ackles. Und der Nova-Film ist jetzt, glaube ich, heute oder so, gab es auch wieder eine Meldung, dass der erstmal keine Pläne für existieren bei Marvel. Das ist so. Okay, dann gibt es für Flo noch Hoffnung. Weil eine schöne Ja. Batman-Stimme hat er. Ja, das stimmt. Aber jetzt noch dazu, also wie gesagt, mit dem, also dass da geschaut wird bei den Castings, das denke ich mal, das dürfte logisch sein, dass sich da ein James Gunn Namen notiert. Aber auch da sind wir jetzt wieder so bei einer ganz bescheuerten Union-Geschichte. Für jeden Film muss auch ein Casting Director engagiert werden und der muss dann auch Schauspieler casten und so weiter. Und im Moment, weil man guckt ja bei solchen Rollen, muss man sich ja alle Schauspieler angucken, ne? Und im Moment können sie sich keine Schauspieler angucken. Warum? Weil die streiken, ja. Das Aber ich ist. liebe die Idee, die nehme ich mir aus dem heutigen Abend mit, dass James Gunn da mit so einem kleinen Block sitzt und Ja, sich so einen Namen so notiert. dann, Ja, das. wir kommen nochmal auf dich zu. Ruf nicht uns an, wir rufen dich an. Ja, aber man muss jetzt auch sagen, wenn man den Plan mal im Kopf hat, dass der da jetzt sagt, dass es doch in weiter Ferne liegt, ist jetzt logisch. Es ist angenommen, die Streiks werden irgendwann beendet, dann werden wir Superman Legacy wahrscheinlich kein 2025 sehen, sondern wahrscheinlich unser 2026. Und dann ist, wenn ich da so diesen Plan so noch im Kopf habe, der Brave and the Bold Film vor 2028, also in 5 Jahren noch gar nicht drin. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass das Casting noch etwas in weiter Ferne liegt, weil wenn man jetzt einen Darsteller casten würde für einen Film, den man erst in 5 Jahren Nee, nee, präsentiert. nee, der sollte auch 25 kommen. Nee, das war The Batman 2, der sollte Nee, 25 der kommen. sollte auch Wir 25 kommen. haben doch damals, also das, ich glaube, das ist sogar bei uns entstanden, dieses Ja, Gerücht. Es gibt exakt. diese Ich hab. deutsche Release-Liste von Warner Bros., die im Jahr 2025 Highlight-Filme, Event-Filme, Warner Bros. Oder beziehungsweise DC-Event-Filme platziert hat. Und nach der Reihenfolge könnte das tatsächlich auch schon The Brave and the Bold sein. Also wir hatten dann Der aber schon Joker 2 mit da drin. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran Das erinnern. war was anderes. Der hieß was, da hatten wir das anders gemacht. Aber ich bin neulich erst auf diese Folge von damals reingefallen. Da hat Bernd quasi in die Welt gesetzt, dass er sich gut vorstellen kann, dass James Gunn die Authority directed. Und das war für mich ab dem Zeitpunkt gesetzt. Und das habe ich jetzt irgendwo im Internet behauptet. Bin schlimm korrigiert worden. Ja, also das nur Spekulation, ne? Also, aber ich Nee. fand, wir waren da oder wir sind da schon nah dran. Wir können das auch mal Aber machen, ne? Also hier der ganze Sommer wird von irgendwelchen Scoopern da, na sag ja. schnell, in Beschlag genommen. Da können wir auch mal irgendwelche Gerüchte Weil in die Welt dann setzen. wird er ja dieses neue DCU sehr, sehr schnell da durch fetzen, wenn Peitschen. ich peitschen, ne? So nach dem Motto, was. Aber warten wir es einfach mal ab. Wie gesagt, wir wissen zumindest, wer Regie führt. Ja. Was mit dir, Lukas? Hast du richtig Bock auf Batman Brave and the Bold? Ich lasse mich überraschen. Wow, danke. Ja, die Ja, Schweizer Antwort, Dankeschön. das ist ja genau. Wenn Henning schon nicht da ist. Aber die Geschichte, Marian, die du gerade eben erzählt hast, von wegen Casting, finde ich ja gar nicht so abwegig, wenn man da die Authority schon mitgecastet haben sollte. Also ist das, weiß man das schon, dass die schon mitgecastet wurde? Also Gunn hat behauptet, er wird das tun. Was er gerade macht, ist ja, er hat ja einzelne Figuren tatsächlich gecastet, die gar nicht so nach Authority riechen, sondern nach einer alten Justice League quasi, ne? Also wir haben Genau. einen großartigen Nathan Fillion als Guy Großartig. Gardner. Richtig geil. Wir haben Metamorpho, haben wir schon. Ja. Mr. Terrific kommt. Ja. Hawkgirl. Okay. Woo! Also das ist schon ein bisschen geil. Das kann aber auch, mich erinnerte der Marco, schöne Grüße aus dem Discord, daran, dass es ja im Grant Morrison Run, da ist genau diese Justice League noch oben auf dem Ja. Satelliten und stirbt dann innerhalb der ersten 2 Minuten. Genau. Also, genau, vielleicht ein Heavy Spoiler für den Film. Ja. James Gunn macht ja sowas auch gerne. Er möchte nur an The Suicide Squad den Ja, Anfang erinnern. genau. Genau. Und auch da Nathan Fillion hat auch Nathan Fillion kurz mitgespielt, genau. Ja. Aber ja, ich hoffe nicht, dass das so wird. Ich meine, den kannst du ja dann tatsächlich noch mal in der Green Lantern-Serie verheizen. Das heißt, wir könnten, also Midnighter ist doch das Äquivalent zu Batman wahrscheinlich, oder? Ja. Also aus der Comicreihe.
Das heißt, man kann sich vielleicht mal so ein bisschen merken, wenn es so Casting-Gerüchte um Midnighter gibt, dass dann eventuell ein Batman damit rausfallen könnte. Ah, Eventuell. ja, stimmt. Ja, Weil es der stimmt. gleiche Typus und sowas, also Ja, das stimmt. Gegenprodukt dazu. Also, ne, könnt ihr mit auf der Liste stehen. Passiert ja hier und da mal. Okay. Gut. Apropos, weil wir ja schon über hier die Superman-Besetzung geredet haben. Was sagt er denn zu den zwei neuen? Also hier Superman und Lois. Ich bin hundertprozentig begeistert, gerade von der Lois Lane, die Ja, Ditto. Schauspielerin, weil ich liebe ihre Serie, so, Marvelous Mrs. Maisel. Das ist eine der besten Dramedy-Comedy-Serien, die Amazon Prime je produziert hat. Ist in der letzten Staffel, die wunderbar zu Ende geführt wird. Das ist eine fantastische Schauspielerin. Und die als Lois Lane, das ist wie Faust aufs Auge. Und ihn finde ich optisch auch erstmal ansprechend. Ich habe jetzt gar nicht so viel von ihm gesehen. Aber da vertraue ich einfach auch Gunn, weil er hat ja auch gesagt, dass er die beiden zusammengecastet, also die haben auch Szenen zusammen gemacht, also, und er meinte, dass diese Chemie wunderbar wäre zwischen den beiden, und da vertraue ich ihm ganz einfach, dass ihm da was Ähnliches gelingt hat, was damals Donner gelungen ist mit Margot Kidder und Christopher Reeve. Wie heißt er nochmal? Henry Carr? Ja, ich kann den Namen Ist ja Englisch. lustig, David Ach Corenswet. so. Ja, David Corenswet, ja, ist aber die Wow. Lois Lane, also bitte, da lasse ich nichts drauf kommen. Da habe ich hier Hurra geschrien, wie ich das gelesen habe. Absolut. Absolut. Und mir ging es ja genauso. Also, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass mein Fokus auf Batman liegt. Aber bei Rachel Brosnan war es schon immer so, dass ich, als ich eben auch Miss Maisel gesehen habe, mir oft gedacht habe, die hat schon so dieses gewisse Etwas Die hat für das, eine ja. Lois Lane. Und dann gibt es dieses Cover, eben, wie heißt das nochmal, nicht Staatsfeind Nummer 1, sondern, ach Gott, dieses Lois Lane-Band, dieses blaue, Ach, ein Comic. Ein Enemy Comic-Cover, of meinst du? the, Moment. Doch, Enemy. Ja, Enemy of the People heißt das. Und ich glaube, dass für den Künstler des Covers tatsächlich Rachel Brosnan als Vorbild lag, weil es genau der Blick ist, wie sie ihn eben auch bei Miss Maisel an den Tag legt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht so ein bisschen Typecasting. Aber sie ist ja auch eine durch und durch ausgezeichnete Schauspielerin. Also die hat ja wirklich einiges abgeräumt und die hat auch was drauf. Also da war ich tatsächlich mit am meisten begeistert von dem Casting, weil auch ich den Superman-Darsteller gar nicht einschätzen kann. Ich kenne keine Serie, muss mich auch darauf verlassen, dass dass andere das schon gesehen haben, was er leisten kann. Ja, was halt immer so ein bisschen im Raum steht, ist halt diese Geschichte mit, warum nicht Henry Cavill? Sind die jetzt wirklich optisch so weit auseinander, alterstechnisch so weit auseinander? Ich glaube, das löst es jetzt nicht so hundertprozentig auf, bislang nicht. Aber wie wir ja auch schon mal gesagt haben, aber es soll bitte so sein. Ja, bitte harter Cut. Ne? Es soll einfach was Neues sein. Ich hätte jetzt da auch keinen Neuanfang mit Henry Cavill gewollt, sondern wirklich einen schönen Cut. Wobei mich dann schon wieder solche Bemerkungen, wie dass es halt eben mit einem Blue Beetle wahrscheinlich in diesem Universum weitergeht, was ja so ein Überbleibsel dann eben aus diesem alten DC-Universum ist, da macht man sich halt wieder so ein paar Hürden oder stellt man sich so ein paar Ja. Hürden auf, außer wir haben einen ganz großen Plan nicht durchblickt, der da dahinter steckt, das irgendwann mal zusammenzuführen. Aber ihr wisst, ich mag es gerne mit dem harten Cut. Bei Blue Beetle könntest du ja tatsächlich einfach sagen, okay, also entweder der wird erfolgreich, dann nimmst du den einfach mit, weil der hat bisher überhaupt gar keine Geschichte. Der hat nicht mal eine Geschichte mit dem alten Ja, genau. DCEU. Niemand wird den je mit irgendeiner Snyder-Ära verbinden oder so. Und wahrscheinlich wird der nicht sehr erfolgreich. So, bei Aquaman hätte ich ein viel größeres Problem oder bei Wonder Woman, stell dir mal vor, da gäbe es irgendwelche Gerüchte, dass die noch ein Wonder Woman 3 machen oder so. Das wäre ja voll dumm. Ja. Gute Überleitung. Gute Überleitung, beziehungsweise das können wir auch kurz abfrühstücken. Also es ist ein Hin und Her. Frau Gadot sagt, dass sie trotzdem an einem Wonder Woman 3 arbeiten. Dann wird es dementiert. Dann sagt sie im nächsten Interview wieder, dass sie mit Pete Safran und mit Gunn an einem Wonder Woman 3 arbeiten und sie in guten Händen wäre. Und dann habe ich auch wieder nur ein Dementi gelesen. Ich weiß gar nicht, von wo das Dementi dann eben kam, ob es nicht sogar von ihr selber kam. Oder aus anderen Quellen oder ob es James Gunn selber auch wieder war. Also, das ist ja ein merkwürdiges Hin und Her, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, am Anfang war es schon sehr verschmiert quasi, ne? Also da hat sie darüber gesprochen, dass sie, dass es halt, dass sie, also im Grunde hat sie in einigen Interviews quasi gesagt, dass es eine verrückte Zeit ist und es ging oft auch um diese, um die Streiks und dass es ja jetzt, dass sie jetzt quasi, jetzt wäre die Zeit, wo sie mit Patty Jenkins eigentlich an Wonder Woman 3 arbeiten würde und damals hätte sie mit Gunn darüber gesprochen und Safran, dass sie da willkommen ist, das quasi mitzuentwickeln, quasi, ne? Aber da ging es nicht um den jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt ganz zum Schluss, und dann hast du recht, dann gab es ein Hin und Her und sie ist dann auch konkreter geworden, aber jetzt am Ende ist es ja doppelt dementiert. Einmal von Warner Brothers offiziell, ne? Und Ja. einmal von James Gunn und Pete Safran. Also, was heißt offiziell von Warner Bros.? Also, wie äußern sich denn Warner Bros. Per Twitter? Was? Gerd hat das. Ja, die haben es in der Meldung haben sie geschrieben, dass es keinerlei Pläne im Moment für eine Produktion eines Wonder Woman 3 mit Gal Gadot gibt hier. Und warte, ich kann das nochmal raussuchen. Ja, bitte. Also ist es dann wieder irgendjemand, der mit der Situation vertraut ist, hat gesagt? Oder ist es wirklich ein Statement seitens Warner Bros. Als Pressemitteilung, Ach, was mich ein bisschen, was ich ein bisschen komisch fände für so eine kleine Meldung? Moment, also hier steht gerade Wonder Woman 3 vs. Gal Gadot is reportedly not moving forward at Warner Brothers. Verity hat das geschrieben. Ja, gut. Right, Also, ja. ja, dann ist es Ja. wieder, ja, okay. Also keine offizielle Pressemitteilung oder sowas, sondern. Dann entschuldige mich, ich habe mich auf Gerd verlassen. Er hat es am Ja, Anfang. sorry. Aber auf der anderen Seite, wenn es Verity schreibt, Ja. dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es definitiv offiziell ist, weil die schreiben nämlich keinen Mist. Also Verity wird sowas nur dann schreiben, wenn sie eine Quelle haben, die das auch als hundertprozentig sicher ist. Und ja. Wir machen mal den Faktencheck, ob die keinen Mist schreiben. Aber ja, es gilt dann immer irgendwie so als Sprachrohr der Studios, das Also stimmt. bis jetzt war Verity und Hollywood Reporter eigentlich die beiden Quellen, auf die man sich Und die haben bei sich auch schon solchen geirrt. Dingen geirrt, aber sie haben keine Falschinformationen verbreitet. Na gut. Ähnlich bei David Ayer, der ja, bei dem es ja auch mal hieß, also für alle die, die damals noch zu jung waren, das war der Regisseur von Suicide Squad, dem ersten, damals 2016, nach Batman wie Superman ins Kino gekommen und hat eben die Barbie-Darstellerin als Harley Quinn etabliert. So, und ja, ist eigentlich seit Jahren dran, ähnlich wie bei Zack Snyder, irgendwie Leute dazu zu mobilisieren, dass es da doch eine Schnittfassung gibt, die, ja, die unbedingt doch das Licht der Welt erblicken müsste, weil so viel Herzblut reinging, sie so viel besser ist und halt eben sein Film. Und ich verstehe das voll und ganz, wenn einem dann eine Trailerfirma dann einen ganzen Film dann zerschneidet und neu ausrichtet und sowas, das Original mal rausbringen möchte und kam jetzt letztendlich mit so einer Meldung oder mit einem Kommentar oder Zitat, James Gunn hätte ihm versprochen, dass der Film mal kommt Auch wird und seine Zeit bekommen wird. ja. Gut. Gleichzeitig habe ich dann gelesen, und das ist ja eben das, was im Social Web ja das Schwierige ist, dann auf einmal kommt da so ein Bild vorbei, da steht dann drauf, dass das im selben Atemzug dann auch schon wieder dementiert worden ist, er wäre falsch zitiert worden und so. Ja, also ich möchte es jetzt eigentlich auch nur als Überleitung nehmen, vom Ayer-Cut zum Schumacher-Cut zu kommen, den wiederum der Herr Smith, Kevin Smith, in seine Finger bekommen hat und ja, praktisch nicht eine Rohfassung, es ist ja doch anscheinend ein ansehnlicher Film gewesen, noch mit der Musik von Danny Elfman, teilweise mit ja, vielleicht der ein oder anderen unfertigen Szene, vielen Szenen, die wir wohl schon vom Bonusmaterial her kennen, von den Deleted Scenes, von den Lost Scenes, dem Roten Buch etc., all diesen Sachen, gedehnt auf über, glaube ich, 2,5 Stunden, die er dann eben auch lief. Also eine Fassung, die wahrscheinlich damals einem Testpublikum gezeigt wurde oder den Chefs bei Warner, um zu gucken, guck mal, soweit sind wir gerade, was haltet ihr davon? Ja, also fand ich klasse, dass Kevin Smith dann auch gesagt hat, okay, in einem kleinen Rahmen zeigen wir das auch der Öffentlichkeit, also in einem privaten Rahmen, dass er da dem einen oder anderen die Chance gegeben hat, diesen Film dann auch zu zeigen.
Wie geht's euch da so? Also würdet ihr so eine Version sehen wollen? Es gibt ja so beispielhaft ja noch den Donner-Cut, der für Superman 2 damals produziert worden ist, auch jetzt nicht in Perfektion, was so Special Effects und so weiter anging und mit einem sehr kleinen Budget. Aber würdet ihr in so einen Film nochmal was investieren? Jetzt nicht als Produzent, sondern wenn ihr sagen würdet, hey, den könnte man jetzt für, sagen wir mal, 30 € kaufen, weil sie den jetzt nochmal rausgebracht haben. Würdet ihr Batman Forever nochmal eine Chance geben, nach dem, was ihr da gelesen habt, was bei dem Film anders ist? Oder ist ja nicht allzu viel, ne? Es ist halt eine ursprünglichere Version des Films. Ja. Ja, geil, GPR, ich kauf's. Für 25 € kaufe ich's. Ja, warum nicht? Interessant ist es bestimmt. Was würdest du dann sehen wollen, beziehungsweise was würde dich reizen an der Version? So generell, dass es ein anderer Film war, oder ist es speziell etwas, was jetzt so in den Beschreibungen oder in den Gerüchten war, was in dem Film vorkommt? Ah, einfach als Komplettist zu schauen, was die ursprüngliche Vision des Regisseurs ist, das finde ich immer ganz interessant. Und auch wenn es wirklich nur die Deleted Scenes und die veränderten Szenen beinhaltet, aber dann als ein Konstrukt, also als ein zusammenhängender Film, dann würde ich mir das schon angucken. Ja, ich mochte diese Grundidee, das so ein bisschen deeper zu machen quasi und so auch ein bisschen düsterer. Und ich hab ein großes Nostalgieherz für Batman Forever quasi. Das war ja, das war mein erster wirklich so bewusster, ah, ich freue mich jetzt schon, dass der Film kommt irgendwie. Film, auch wenn ich den selber nicht im Kino sehen konnte damals. Aber das, ja, da hab den ja auch vor 2 Jahren nochmal gesehen. Teilweise ganz schlimm, aber teilweise eben auch nicht. Ich mag das, ich mag Val Kilmer in diesem Bettkostüm. Ich mag das, was der damit, sag schnell, wie heißt der? Nicole Nicole Kidman. Kidman, Nicole Kidman, wie da so diese Dynamik war, auch wenn das ganz schlimm Damsel in Distress ist, wenn man sich das jetzt heute aus dem heutigen Blickwinkel anguckt und so. Aber ich würde trotzdem, also ich würde das gerne sehen, allerdings nur für 15 €. Man findet ihn ja auch teilweise ganz schrecklich, aber zumindest bei dem Film hatten wir ja damals auch schon trotz allem in der Kinofassung immer noch so diese etwas ernsten Szenen entdeckt und irgendwie gesehen, dass der eventuell auch anders hätte wirken können. Dass dieses Überdrehte, was er da später Batman und Robin dann perfektioniert hat, ist da ja noch gar nicht mal so stark drin. Und deswegen könnte, also ich würde in den Schumacher-Cut von Batman Forever auf jeden Fall Geld investieren, in einem Ayer-Cut von Suicide Squad nicht. Das würde ich Ja. mir machen, auf jeden Fall. Also ich würde auch aus den gleichen Gründen wie Lukas, einfach um diese Vision mal zu sehen. Allerdings mache ich mir da nicht so die Hoffnung, dann einen völlig anderen Film zu sehen, dass die Tonalität, die wird nicht viel düsterer sein, ne? Also man hat ja schon gehört, es ist vielleicht nicht ganz so hysterisch und nicht so hektisch und nicht so, na, dann tut die Musik Es wahrscheinlich ist auch ihr schon dann mega eigenes. düster, wenn du es mal Ja. vergleichst. Ja. Aber es gibt ja auch diese Deleted Scenes, wie er dann in diesem Friseursalon ist. Da wird Batman ja die ganze Zeit immer rumgeschickt von Tatort zu Tatort und weil sie sein Batmobil manipuliert haben. Und dann taucht er in diesem Friseursalon auf einmal ein und dann kommt sie, Batman, da dürfen wir dir was an den Spitzen schneiden und sowas. Und ich mir denke, das ist halt auch weiterhin eigentlich, ne, recht Ja. abgedreht. Aber ich muss sagen, und mir geht es ja auch so, ich habe auch so einen Softspot für Batman Forever und mir fällt das dann doch auf, jetzt wo ich mal wieder ein paar Screenshots gemacht habe vom Film und so, dass ich mir gedacht habe, der ist im Vergleich zu anderen Filmen aus der Zeit, ist der gar nicht so schlecht gealtert. Der sieht teilweise noch gut aus und ist für seine Zeit wahrscheinlich recht fresh. Also so, der kommt schon gut daher mit diesem Neon-Look. Ich traue es mir ja kaum zu sagen, aber er wirkt tatsächlich recht fortschrittlich. Ich habe auch so über diese, es gibt diese Szene, wie er da von dem Ritz runterspringt und das ist, glaube ich, so das erste 3D-Stunt-Double und hab dann Artikel drüber gelesen, wie das damals gemacht wurde und wie das gepitcht wurde und wie man da mit den Kameraeinstellungen gearbeitet hat und dass das damals so super revolutionär war. Und auch die Szene fällt mir immer wieder auf, wie neu sich die anfühlt für einen Film aus der Zeit. Also der hat schon so seine Qualitäten, auch wenn er als so gesamter Film
mir trotzdem immer noch Kopfschmerzen. Ja, Naja, du hast leider. halt diese Tommy Lee Jones-Geschichte, ist Ja. halt so völlig abgedreht. Ich hätte mit dem Riddler, glaube ich, sogar noch leben können. Aber das, ja, der Rest ist halt. Aber ich hatte das vor 6, 7 Jahren, hatte ich mal die ersten 4 Filme mir quasi angeguckt, so nacheinander. Und ich weiß ja, ich bin ja hier mal schwer im Cast niedergeschrien worden, als ich nicht glauben konnte, dass euch Batman und Robin am Ende besser gefallen hat, weil es der konsistentere Film Ja. war. Was wahrscheinlich stimmt, aber das geht mir ehrlich gesagt vorbei. Weil ich noch so ganz stark im Kopf hatte, eben von dieser Sichtung vor ein paar Jahren. Ganz schlimmes CGI, wo die mit diesem ganz schlimmes CGI in Batman und Robin, wo die dann auf dieser Tür, Ja, ist das eine Tür, wo die dann da so von der runtersegeln und so. Raketentür. Ja. Ja. Komm mal, Manga. Und ich noch eben an den Safe denke aus Forever und halt denke, okay, dann mach's lieber so. Also weißt du, das würde ja auch ein richtiger Safe gewesen oder irgendwie sowas gewesen sein, aber das sah nicht so CGI-ig aus und Aber selbst Batman und Robin fand ich da tatsächlich, ich gucke das auch tatsächlich noch gerne. Also aus Kann ich der nicht, das kann ich Tricktechnik wirklich, heraus, das kann diese ich mir wirklich nicht Mischung, gerne angucken. Beide. dieses ja, CGI und Model, dass das, also Ach. rein die technisch gesehen, gefällt mir das immer noch gut tatsächlich. Da war Batman Forever sogar recht revolutionär. Wie gesagt, mit dem digitalen Stunt. Das war einer der ersten, wo mit digitalen Figuren Stunts halt realisiert worden sind. Es war auch einer der ersten Filme, der sich ja zum Beispiel getraut hat, längere Kamerafahrten, zum Beispiel über Wayne Enterprises, da diese berühmte Fahrt, wenn wir zum ersten Mal Edward Ja. Nygma kennenlernen. Ja. Das sieht natürlich heute aus, sorry, wie Nintendo 64-Grafik, aber es war halt Ja. damals, hat man sowas halt in der Form noch gar nicht gesehen, in der Form. Und da haben die sich schon sehr viel getraut. Und wie gesagt, ich habe auch meine enorme Probleme mit Batman Forever. Also das weißt du auch. Wie gesagt, das ist halt nicht mehr das, aber wie gesagt, er hat noch seine Momente und es ist der einzige Film, das ist auch interessant. Ich mochte das Batmobil damals lieber aus diesem Film. Ich fand das schnittiger mit dieser Flosse hinten und ich habe mir damals sogar diesen Bausatz gekauft und gesagt, Forever hey, meinst du jetzt? von Batman Forever, Ja, ja. genau. Ja, das ist Ja, mega. ich hab mir so den Bausatz damals gekauft von, war das Rebell. Revell, ja, ne, und habe das in mühevoller Kleinarbeit zusammengeklebt und lackiert und so weiter, weil ich war ein total, also das Batmobil fand ich, es hat mir damals viel besser gefallen als das aus den ersten beiden Filmen. Ich weiß aber gar nicht, warum mir das viel besser gefallen hat. Ich fand das einfach schnittiger und ich mochte auch tatsächlich Val Kilmers Suit ein bisschen mehr, weil der sah stromlinienförmig, der sah für mich tatsächlich immer athletischer aus als Michael Keaton Oh, in da diesem. nickt auch der Lukas ganz. Der mag das Kostüm auch mehr. Ja. Ja, absolut. Den Panther-Suit auf jeden Fall. Ben und ich haben uns ja diese Hot Toys gekauft. Das ist zwar der Sonar-Suit, aber ich würde nochmal zuschlagen, wenn es das andere Kostüm dann auch nochmal geben würde. Der war schon richtig gut. So ein bisschen zu glänzend, aber ich mag auch einfach dieses Gelb im Hintergrund beim Bat-Symbol. Das war ja bei Batman und Robin dann gar nicht mehr. Batman Forever hatte das noch. Und gerade auch die Dynamik zwischen Robin und Batman, die war bei Batman Forever sehr gut. 100%, ja. Gibt auch diese Szene, in der Robin, erinnere ich mich noch als Kind, da habe ich immer freiwillig Wäsche aufgehängt, weil der so cool ist und die Socken so ausfringt. Ja. Ja. Hat's so funktioniert? Ja, Ja, natürlich. siehst du. Robin hat schöne Szenen, auch mit Alfred. Also das muss man ganz mal Ja. erst sagen. Also ich finde Chris O'Donnell als Robin, auch den Suit, den er am Ende hat. Also ich mag dieses Robin-Kostüm total. Klar, auch wenn das wieder nur dieses Latex war, aber im Gegensatz zu Batman und Robin, wo er dann dieses Nightwing-Kostüm, also dieses merkwürdige Nightwing-Ding trägt, finde ich den Robin-Suit in Batman Forever richtig gelungen. Und mir hat der super gefallen. Also es gibt viele Sachen in Batman Forever, die ich einfach als gelungen empfinde. Wie gesagt, dass der Film so mit Tommy Lee Jones ist, glaube ich, der größte Schwachpunkt, dieses Hysterische, was Tommy Lee Jones als Two-Face darüber bringt. Ich glaube, das macht auch viel von diesem Film tatsächlich ein bisschen kaputt. Ich glaube, bei dem Riddler, da habe ich das ja immer erwartet, Jim Carrey, sagen die immer, ja, der war ja total überzogen. Nee, aber den kannte ich noch so aus dem Comic und so als Hommage an diesen Riddler aus der Batman-Fernsehserie, fand ich das vollkommen in Ordnung. Aber bei Two-Face, das war für mich halt immer eine sehr tragische Figur und der kommt hier
weniger tragisch rüber. Halb tragisch. Ja, ne? Genau. Ja, ne? Ja. Beide gleich im Film waren und beide gleich angelegt waren. Ja, Ja, das ist genau genau, super. richtig, Lukas. Ja, 1995. Also das heißt, in 2 Jahren dürfen wir in dem Film ja nochmal über in aller Ausführlichkeit sprechen, Szene für Szene. Henning freut sich. 12 Folgen. Ob wir dann auch über Huntress reden? Huntress, stimmt, das gab auch noch ein Gerücht, ein Huntress-Film wäre in Planung. Also nicht die Huntress wahrscheinlich, die wir noch kurz und mehr oder weniger in dem Harlequin-Film gesehen haben, sondern man hat damit was Experimentelles vor, und zwar, dass der Film in koreanischer Hand liegen soll. In Korea produziert, mit einem koreanischen Regisseur, also das ganze Setting nach Korea verlegen und ja, da einen eigenen Film draus machen. Mehr Infos gibt es dazu eigentlich gar nicht, wenn es überhaupt eine Info ist. Also es ist erstmal ein Gerücht. Ich fand es vom Konzept her spannend. Trotzdem habe ich mich gefragt, so Huntress, eigener Film, das klingt irgendwie so wie vor 10, 15 Jahren, wenn so Nebencharaktere ihren eigenen Film Ja. bekommen. Braucht's das? Ist das der Plan? Gehört das zu James Gunn? Oder ist das so eine Joker-Nummer, die halt einfach eigenständig ist und dann was Experimentelles ist, aber dann wieder Huntress? I don't know. Ich liebe Huntress, also in den Comics auf jeden Ja. Fall. Großer Fan. Aber ich weiß nicht, ob die für die große Leinwand gemacht ist. Als HBO Max-Projekt, was es nie wieder in der Form geben wird, ja, hätte ich das auch noch als hinnehmbar empfunden und dankbar empfunden. Aber Kinofilm. Was sagt ihr zu dem Konzept generell, wenn es das denn so gibt? Aber ja, nehmen wir es mal so hin. Wenn es aus Korea kommt, würde ich es sofort kaufen. Ich bin ein großer Fan vom koreanischen Kino. Also das, was in den letzten, ich sag mal so, in den letzten 15 Jahren aus Korea gekommen ist, Old Boy, I Saw the Devil, Lady Parasite. Vengeance, Parasite, da wird großartiges Kino gemacht. Und ein Huntress, also ein Actionstoff in koreanischer Hand mit einem koreanischen Regisseur und auch mit einem entsprechenden Background, würde ich mir sofort anschauen. Tatsächlich. Also einfach, weil ich diese Art des Kinos, die da machen, sehr, sehr liebe und ich da denke, dass da was sehr Progressives bei rauskommt. Vor allen Dingen, weil aus dem koreanischen Kino, da erlebt man immer wieder Sachen, wo man dann sich denkt, sowas hast du schon lange nicht mehr gesehen oder da wirst du wirklich überrascht, dass man, also, weil es halt immer noch die sich sehr viel trauen zu experimentieren. Von daher finde ich das Konzept, fände ich sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt an die Figur. Wird es vielleicht, ich mag diese Huntress-Figur auch in den Comics und so weiter. Ich fand die jetzt in dem Harley Quinn-Film, war sie halt leider verschenkt ein bisschen, obwohl ich die Darstellerin sehr mochte, die sie da dargestellt hat. Aber ich glaube mal, sie ist in Anführungsstrichen so unbekannt, dass man da tatsächlich einen Film machen könnte aus Korea, dass man das also auch hier wieder im Westen verkaufen könnte, dass man das da nicht krumm nehmen würde, dementsprechend, weil diese Figur eigentlich, finde ich, für die Normalsterblichen eher unbekannt ist. Aber wenn ich halt einen koreanischen Actionfilm mit ihr produzieren würde, könnte man auf jeden Fall die Fans des asiatischen Kinos damit auf jeden Fall abholen. Gibt es da was hinzuzufügen, Marian? So vom, was einen dran reizen könnte? Ich kann mir darunter wenig vorstellen, also im Sinne von, okay, was bekomme ich dann quasi für einen Film? Dann ist natürlich auch immer so die Frage, der channel ich Rico, glaube ich, so ein bisschen auch, obwohl ich mit ihm, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen habe, aber ich habe Angst, dass dann die Figur verloren geht. Jetzt kriegen wir vielleicht ein Brave and the Bold, jetzt kriegt er vielleicht eine Batman-Welt, die etwas offener ist, wo ich vielleicht einen Nightwing bekommen kann oder so. Und ich bin ein großer Fan von Huntress, die war in den 90ern, in den Comics war die sehr präsent oder immer wieder. Und was ich hätte halt Angst, dass es keine Verbindung gibt zu Batman quasi. Und deswegen kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass es im DCU stattfindet, sondern dass es eher so ein Side-Projekt ist. Also du meinst, dass das dann auch, dass es auch eine koreanische Figur dann auf einmal ist, also nicht wie bei Wolverine, da gab es doch auch die Variante, wo er dann mal in, wo war er denn da? Japan, aber das ist natürlich auch direkt aus den Comics entnommen, ne? Das weiß nicht, ob Helena Bertinelli, was sie jetzt mit in Korea viel zu tun hat, so ungefähr. Also ich glaube, das wäre dann eher so ein Verpflanzen. Damit hätte ich jetzt weniger ein Problem als mit, okay, hängt es dann irgendwie mit Batman zusammen oder eher nicht? Also, ich kann mir darunter nichts vorstellen, tatsächlich. Lukas, gibt
Geht es dir da ähnlich, dass man sich jetzt unter zumindest diesem Vorhaben oder diesem Gerücht über das Vorhaben, einen Huntress-Film aus koreanischer Hand rauszubringen? Reizt dich das? Ist tatsächlich jetzt eine Figur, die mich weniger interessiert. Aber nochmal, ich lasse mich überraschen. Das heißt, in deiner Sammlung gibt es keine Huntress-Figur? Nein. Okay. Wenn ich damit jetzt auch noch anfange, hör auf. Aber die war mal Mitglied der Justice League. Ja, aber selbst die Justice League habe ich seltenst komplett in der Sammlung. Ja, aber das ist, weiß ich nicht, ob das gut ist für so eine Sammlung. Dann würde ich sagen, kommen wir von Korea nach San Diego. Wir schauen mal, was die Comic-Con so an den Start gebracht hat. Die fand ja mal wieder statt. Nicht so, wie man es jetzt in den Jahren davor kannte, dass das die große Plattform für die Filmstudios auch ist, um ihre Filme zu zeigen. Ne? Wir haben ja vorher auch über den Streik gesprochen. Das wäre auch schwierig gewesen, da ja auch die Stars nicht auf Promotour dann gehen dürfen und über ihre Projekte, selbst über vergangene Projekte nicht sprechen dürfen. Aber dann wurde es natürlich wieder das, was es mal war, eine Comic-Con. Also deswegen die Frage auch an den Marian: Was gab es denn an Highlights aus dem Comic-Bereich von der San Diego Comic-Con? Was konnte dich begeistern? Es muss nicht alles sein, was es da gab, aber wenn dich speziell was begeistert hat, dann immer her damit. Ach so, es gibt tatsächlich zwei Sachen, die mich begeistern oder wo ich denke, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Und zwar sind das so zwei Standalone-Titel. Das eine ist heißt Batman Gargoyle of Gotham von Raphael Grampa. Im Grunde geht es irgendwie so um geht es um Batman, der die Bruce Wayne-Identität abgelegt haben soll. Und es alles noch viel düsterer ist, als man es schon alles kennt und so. Und dann stößt er schließlich auf irgendeinen Serienmörder, der irgendwie in Verbindung mit Batman und seiner alten oder mit seiner Vergangenheit steht. Und ich fand auch, ich habe dazu einen Artikel gemacht, also im normalen Comic Roundup. Und ich mag das Artwork tatsächlich. Und das Cover allein hat mich schon sehr abgeholt, muss ich sagen. Also ich glaube, ich würde es wegen dem Cover mir holen, um dann festzustellen, dass es wieder leider nur irgendwie sowas ist, so ein Standalone-Titel von einem Zeichner, wo es jetzt nicht zu 100%, wie bei Jock zum Beispiel, wo der Titel jetzt so, ja, so Durchschnitt ist oder so. Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Und dann gibt es noch einen von Christian Ward, das ist auch ein Zeichner. Und der macht Batman City of Madness. Und das kennt man so ein bisschen, die Prämisse. Es gibt quasi gibt eine Unterwelt und die wird genährt von den dunklen Emotionen der Oberwelt. Und es gibt quasi so eine Art Spiegelwelt. Und es sieht alles ein bisschen sehr experimentell aus, so ein Stück weit nach, wie heißt das von Grant Morrison? Arkham Asylum, Serious House und Serious Earth. So sieht es ein Stück aus. Also sehr experimentell so im Artwork, aber auch da ein paar schöne Sachen und vor allem so auch, das wird auch schon so in diesen in den Variant-Covern so angedeutet, da steckt auch so ein bisschen der Cthulhu-Mythos mit drin von Lovecraft. Also es hat auch noch so Lovecraft'sche Anleihen, das hat mich schon angesprochen, tatsächlich. Und für dich vielleicht, oder für die ganz großen Nerds, kommt Justice League versus Godzilla versus Kong. Mit Variant-Covern, wo das eine klingt wie Godzilla und das andere, wenn du es aufmachst, und das andere wie King Kong. Ernsthaft? Ja. Wieso diese Geburtstagskarten? Ja, genau. Bestimmt ein bisschen besser verklebt, aber ja. Ich stelle wieder fest, dass du meinen Artikel nicht liest. Das verletzt mich schwer. Ja. Andersrum. Artikel lesen, ich habe leider nichts dazu gefunden, aber mich hat ein Thumbnail, welches du benutzt hast, sehr fasziniert. Und zwar, das ist dieser gelangweilte Joker vom Computer. Ja, das ist allerdings gerade eine aktuell laufende. Ja, erklär mir mal, was das ist, weil ich habe dann gesehen, es gibt noch weitere Comics aus der Reihe ähnlich. Also, dass der Joker ja, was ist das, so ein ganz normaler Mitarbeiter ist. Und das gibt es mit Poison Ivy dann auch noch. Habe ich das Genau. richtig gesehen? Nur ich Ja. habe jetzt nicht den Link dazu gefunden, was das für eine Story sein soll. So ein kleines Event quasi, Night Terrors he heißt das. Und da geht's so, also das läuft gerade aktuell in den USA und das sind auch die Serien, also da produzieren die so Miniserien quasi für auch verschiedene Charaktere, gerade Batman, aber das sind auch Green Lantern und so weiter. Also gibt es quasi im ganzen DC-Universum.
Und da geht es quasi um Albtraumvisionen, die sich quasi nach oben kämpfen. Und alle DC-Figuren sind quasi in Albträumen gefangen. Und für den Joker, was ist der schlimmste Albtraum? Natürlich im Büro zu sitzen, 9-to-5-Job zu machen. Und zwar hier als Telefonistin. Und bei Poison Ivy ist es auch so. Ich glaube, die lebt so einen 70er-Jahre Hausfrauentraum. Das ist natürlich ähnlich doof. Genau. Aber die Cover sind generell sehr ist ziemlich cool dazu, ne? Also weil du so Albtraumgestalten siehst und so, ja. Aber bisher so die Rückmeldungen sind, es ist nett, aber nicht mehr als Durchschnitt. Okay. Aus dem Animated-Bereich, was gab's da? Ja, stimmt. Watchmen kommt und Justice League Crisis on Infinite Earth. Sie haben, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass Sie jetzt auch durch, naja, den Wechsel durch Gunn und was die Ausrichtung des Animationsuniversums angeht, was ja dann auch sich mit dem vereinen soll, was auf den großen Leinwänden dann zu sehen ist. Und das dann, glaube ich, auch sogar Zeichentrickfilme, hat Gunn, glaube ich, bestätigt, dann auch in Kinos zu sehen sein werden. Zumindest meine ich das aus einem dieser Tweets rausgelesen zu haben. Ich möchte hier nichts streuen, was nicht stimmt, aber ich meine, dass er das mal mit absolut beantwortet hat. Und was aber in einem Interview der Macher von den letzten beiden Animationsfilmen gesagt wurde, ist, dass sie deswegen auf einen Kingdom Come verzichten mussten, den sie noch so in der Pipeline gehabt hätten. Und da haben wir ja oft mal, ne, in den Mailbags, die wir hatten, immer die Frage bekommen, was würden wir uns denn so als nächsten Animationsfilm wünschen? Und wir gesagt haben, ah, wir könnten uns, wenn es irgendwie zeichnerisch möglich wäre, einen Kingdom Come vorstellen. Wobei unsere Vorstellung wahrscheinlich wirklich in diese Richtung gehen würde, wie Alex Ross diesen Film inszenieren würde, zeichnerisch, malerisch. Es würde wahrscheinlich alles eher so aussehen, wie jetzt zuletzt die Filme, ne, Long Halloween, in diesem vereinfachten Stil. Da wüsste ich jetzt auch nicht, ob mich das dann noch so großartig reizen würde, aber ja. Es wird stark vermutet, dass quasi also das Watchmen zählt nicht zum DCU. Das steht extra da, dass es quasi kein DCU-Trickfilm ist. Und bei dem Infinite Earth steht es dazu. Also bei dem Justice League-Film steht quasi, das ist ein DCU-Film. Es wird stark vermutet, dass dieses Tomorrowverse, also die Trickfilme, die sie zuletzt gestartet haben, nach der Snyder-Ära quasi, dass die dort zu einem Ende geführt werden. Und ich meine, am Ende kann auch diesem Sektor nichts Besseres passieren, als dass da mit Geld rangegangen wird. Also es ist manchmal wirklich nicht mehr zu ertragen, das sich anzugucken. Ich hatte diesen Catwoman-Film mal angefangen, das habe ich abgebrochen. Das kannst du nicht. Das ist unaushaltbar. Ich finde, das ist eine Frechheit auch tatsächlich, ja. Was? Wann hast du abgebrochen? Wie lange hast du durchgehalten? Nicht lange. Und weil das, ich hatte die Ist auch Erfahrung, ich hatte nicht. die Erfahrung gemacht mit diesem hier als Batman, da fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, den habe ich mir auch noch gekauft, ich Dödel, bei Apple damals, bei Apple TV. Dieser Samurai Batman. Nee, den mag ich. Hier, wo er In den 70er Jahren. genau, in den 70er Jahren, so mit Bronze Tiger. Ihr seht, ich habe ihn verdrängt. Es ist, dieser Film ist einfach, der hat bestimmt auch Story-Schwächen und so, aber das läuft so, das würde vor sich hinlaufen, aber es ist unerträglich, sich das anzugucken. Das habe ich selten. Und dieser Tomorrow Superman, der ging noch, fand ich. So vom Angucken her. Und hier die JSA. Aber also das finde ich eine absolute Frechheit. Und dann habe ich bei Catwoman gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Also, Okay. das wird genauso wieder werden. Ja. Soul of the Dragon hieß er. Soul of the Dragon, danke. Eine kurze Empfehlung noch, die kommt gleich auch noch vom Gerd, ist, es gibt gerade auf Adult Swim in USA, allerdings aktuell, My Adventures with Superman. Da gibt es die erste Folge, das hatte dann, glaube ich, Flo mit verlinkt. Da gibt es die erste Folge auf bei YouTube ganz legal. Das hat mir sehr gut gefallen. So ein bisschen, also nicht ein bisschen, es ist im Ja, Anime-Stil gehalten, ja, ne? wirkt anime-mäßig, aber eben flüssig. Aber nur die erste Folge ist Ja, da. leider nur die erste Folge bis jetzt online und es ist aber sehr hübsch. Ich hoffe, die kommt irgendwie nach Deutschland Die oder anderen sind wenigstens hier auch abrufbar. Ja? gut. Also die Serie ist toll. Das muss man ganz sagen. Das ist eine wunderschöne, also auch von den Animationen her, ne? Also wie gesagt, die erste Folge alleine, wie ich die gesehen habe, habe ich gedacht, okay. Da sind jetzt die letzten 5 Jahre alle DC-Animationsfilme mal eben abgestunken, weil die besser animiert ist, weil nur eine Folge wesentlich besser animiert ist. Nee, die treffen den Geist von Superman, die 100%ig fangen die ein. Es gibt zwar sehr schöne Sachen, die fand ich halt
Witzig ist es, wenn er sich in Superman also verwandelt quasi. Da gibt es sehr schöne Sailor Moon-Anleihen. Also es ist so, und damit spielen die auch ein bisschen, um diese Anime-Fans zu kriegen. Aber dieser Kern von der Figur, der ist 100% getroffen. Die Chemie mit Lois Lane und mit Jimmy Olsen, also genauso stellt man sich das mit Superman vor. Ja, und das ist einfach das, was immer wieder gesagt wird, was alle so behaupten, das wird ja nicht gehen. Er ist ein nice guy. Das ist der nette Typ von nebenan, der halt auch eine Katze vom Baum rettet und trotzdem auch die Menschheit vor dem Monster aus dem All. Also das ist wunderbar geschrieben. Also hätte ich auch nie erwartet von Adult Swim, dass die das so hinkriegen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich total überrascht. Fein. Dann kommen wir jetzt zu Actionfiguren. Lukas, das ist jetzt dein Part, beziehungsweise nicht nur Actionfiguren, es wurde ja viel Merch ja auch gezeigt. Was hat dich auf der diesjährigen San Diego Comic-Con angesprochen, wo du sagst, da investiere ich mein noch übrig gebliebenes Geld rein? Genau. Also ich fand es generell relativ übersichtlich, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ein Highlight war auf jeden Fall dieses Sixpack von McFarlane mit den Film-Batman-Figuren. Das war direkt auch ausverkauft überall. Glücklicherweise konnten wir uns da eins sichern. Marian, du hast, glaube ich, auch geordert, ne? Ich habe jetzt neulich gedacht, hätte das schon da sein müssen? Nee, ne, das kommt erst später. Das erscheint im September. Genau, das habe ich geordert dank dir, Lukas. Vielen Dank. Und da war halt begrenzte Stückzahl dann nur noch verfügbar und war sehr schnell weg. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich auch überlegt, nehme ich's? Da habe ich mir gedacht, ich habe schon die Variante, ich habe schon die Variante, also alles so als Einzelfiguren. Und ich glaube, richtig neu gewesen wäre jetzt der Clooney Batman, den ich großartig finde, auch dass sie das als eine eigene Reihe rausbringen. Und den Forever Suit, den Sonar Suit. Und die anderen, die hätte ich halt schon gehabt, ne? Und dieses zusammengebaute Signal wusste ich jetzt nicht, ob das so ein Anreiz genug gewesen wäre, um zu sagen, ja, investiere ich da rein. Also da war ich war von den Figuren begeistert, also zumindest, dass sie das Sortiment erweitern. Aber so habe ich mir gedacht, das meiste davon habe ich halt schon daheim. Aber das ist wahrscheinlich bei euch, ne, bei Lukas ist das so, aber bei Maria Genau. nicht der Fall. Genau, ich habe die nämlich nicht. Ich habe hier einen großen Bale Batman. Hier sieht auch der Keaton Batman ganz furchtbar aus, finde ich, von McFarlane, aber das ist irgendwie verschmerzbar, weil die ganzen anderen, die habe ich eben nicht. Genau. Und ich habe bei der Batman damals, den wollte ich bestellen, habe ich aber nie gemacht. Ist mir irgendwann aufgefallen. Genau, deswegen. Für mich ist cool. Auch ganz schön in dieser Box, wo dann alle drin sind. Und ich meine, dann habe ich halt zwei, drei nochmal doppelt. Die kriegt man schon irgendwie los. Das Ding ist, viele haben ja dann auch direkt so ein bisschen sich beschwert. Ja, das wäre ja Abzocke, eben wie du gesagt hast, Bernd. Ich habe ja irgendwie vier Figuren davon schon und für die zwei dann 120 Euro zu bezahlen. Ja, auf der einen Seite stimmt das, aber wie gesagt, Leute wie Marian, die halt noch gar keine Figur haben, die machen da ein super Geschäft für 120 Euro, sechs Figuren. Ich meine, die kosten mittlerweile 30 Euro das Stück. Und das Ding lässt sich bestimmt auch nochmal gut wiederverkaufen, wenn es dann doch nicht mehr gefallen sollte. Von daher glaube ich, ist das keine Fehlinvestition. Und das mit diesem Bat-Signal, das ist tatsächlich auch nur eine Apparatur mit diesen wechselbaren Scheiben, wo man dann quasi das Batman-Symbol der jeweiligen Figur aus der jeweiligen Filmära anpassen kann. Und die Karten sind noch dabei, genau. Aber McFarlane generell, die hauen ja raus ohne Ende. Also die Ja. übersetzen Markt, ne? Das ist krass. Aber auch diese Batman und Robin Wave, die du angesprochen hast, die finde ich auch super interessant. Da wird ja dann auch der Clooney nochmal mit drin sein. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist dann diese Mr. Freeze-Figur, diese Build A Figure eben, wo man zusammenbauen kann, wenn man die anderen vier gekauft hat. Das heißt, an jeder Figur liegt ein Arm, ein Bein, ein Torso, ein Kopf bei. Richtig. Und dann geht es eben nur, wenn man alle gekauft hat, kann man sich die fünfte Figur dann zusammenstecken. Wenn jemand alle anderen vier Figuren haben will, aber nicht den Mr. Freeze, sagt Bescheid. Der Mr. Freeze, der Arnie Freeze ist der einzige, den ich nehmen würde aus der Reihe. Machen Weil Sie ich. auf. Dann die auch nochmal als Einzelfiguren später rausbringen. Oder auch in so einem Set. Da gab es, glaube ich, was zu dieser Comicvorlage Endless Winter. Da war auch erst eine Build-A-Wave irgendwie dabei, um diesen Gegner zusammenzubauen. Und die kamen dann später auch nochmal alle.
gesammelt raus, wo der im Prinzip schon zusammengebaut mit drin war. Sehr Da gut. rasen die dann alles ab und kassieren dann halt doppelt, ne? Das ist so ein bisschen ärgerlich. Grundsätzlich dürfen die für mich auf jeden Fall diese Line rausbringen, ne? Also ich meine, es gab aus diesen Filmen, das ist jetzt auch schon ewig her, da gab es nur diese kleinen Kennerfiguren und dann nur die Batman in X-Variationen, aber ich glaube, kein einziges Mal in einem filmakkuraten Kostüm dargestellt. Ich finde das, ja, sollen sie unbedingt machen und bitte für die anderen Filme auch. Ich hätte gern mal eine Vicky Vale, ich hätte gern mal so ein Alfred, ich hätte gern eine Nicole Kidman, wenn Tom Cruise das zulässt, beziehungsweise da hat er ja, glaube ich, keine Aktien mehr drin. Was? Wurde auch noch eine Rachel bekommen? Ja, zum Beispiel. Genau, also all das und ich glaube, dass McFarlane, wie du schon sagst, haut ja raus ohne Ende und auch da bitte, ja, machen. Also ich habe auch das Batmobil mir dann bestellt, was ja nochmal hier mit der Keaton-Form nochmal angeboten wurde, auch wenn das Dach nicht geil aussieht. Aber da ist eine Batman-Figur, eine 89er Batman-Figur im McFarlane-Style mit dabei. Ja, damit kriegst du mich. Das ist echt gut. Also jetzt kommen die Figuren, die so aussehen wie die, die wir uns damals als Kind gewünscht haben. Und ich glaube, genau darauf bauen die und deshalb kaufen wir das halt auch. Und ja, das funktioniert. Bei der Animated Series, da hatte ich ja auch gesehen, das hat, glaube ich, einer im Discord gepostet, dass da teilweise Figuren nochmal re-released werden. Und da war auch diese neue Figur dabei, dieser Condiment King oder wie der heißt, der mit diesen Ketchupflaschen da rumspritzt. Den gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Figur zum Zusammenbauen dann ist, wenn man wieder alle kauft. Wahrscheinlich. Das heißt, die müsste ich dann auch noch ein drittes Mal kaufen. Wir werden sehen. Da gilt das Gleiche. Wer den Condiment King blöd findet, schreibt uns auf Discord an. Ich nehme den. Und Bernd, falls du dich doch noch entschließt, dieses Sixpack zu wollen, ich habe es tatsächlich zweimal bestellt. Also eins hätte ich dann auf Halde. Für 500 € gebe ich es dir. Mein Gott. Ich schaue noch mal. Das ist okay. Mondo hat ein bisschen was angeteased. Da kam ja im Vorfeld zu San Diego Comic-Con noch die Ankündigung der Man-Bat-Figur. Die haben ja diese 1 zu 6 Serie der Animated Series, die auch super toll ist, super hochwertig und sehr schön. Und der war auch relativ schnell ausverkauft. 1 zu 6 heißt, die Figuren sind dann so um die 30 Zentimeter hoch, ne? Genau, ja, aber auch eben eine Actionfigur, also keine statische Statue. Die kann man dann auch bewegen und posieren und in verschiedene, ja, Posen quasi dann bringen. Und da ist, das war diese Limited Edition, ich glaube, die war limitiert auf 1000 Stück. Die war auch innerhalb von 2, 3 Tagen ausverkauft. Und auf Messebildern hat man gesehen, dass die nächsten Figuren dieser Serie dann das Phantom sein werden, also aus Batman und das Phantom. Da habe ich mir übrigens gestern die UHD doch vorbestellt, weil die nochmal $10 günstiger war. Die ist gerade reduziert. Da gucken wir doch mal gleich nebenbei. Also hier auch nochmal, der Film kommt als 4K UHD raus, allerdings vorerst nur in den USA. Amazon.com regelt, kann man sie bestellen. Dann gibt es vom Batman nochmal eine Batman-Noir-Figur. Das ist im Prinzip die, die schon erschienen ist. Einfach nur in Schwarz-Weiß-Bemalung. Auch wieder so ein bisschen Geldmacherei. Ebenso wie die Mr. Freeze-Figur. Auf den ersten Blick ist da nichts anders. Also keine neuen Figuren, sondern lediglich eine andere Bemalung. Aber was genau das damit auf sich hat, verstehe ich selbst nicht so richtig. Winter 2023 ist anscheinend das Release. Natürlich. Ansonsten gab es von NECA dann noch ein paar Replika-Props zur 66er-Serie. Die haben dich, glaube ich, ganz begeistert, oder? Eigentlich eher enttäuscht, weil ich damit gerechnet habe, dass Nika so als nächstes wieder was aus dem 89er-Film bringt. Da ist ja noch diese Gauntlet offen, die im Flugelheim-Museum in der Szene, als Batman durch das Glasdach sich abseilt und Vicky vor dem Joker rettet, dass er das noch rausbringt, das fehlt mir tatsächlich noch so als Equipment, weil Batarang und Grappling Gun gibt es halt auch schon in anderen Versionen und das Teil hat es halt noch nie gegeben. Das wäre halt tatsächlich mal etwas komplett Neues.
Weiß nicht, ob es zu teuer ist in der Produktion. Man hat es nie wieder gesehen auf den Messen. Und deswegen hat mich dann, was sie für die 66er-Serie rausgebracht haben, so ein bisschen ja, enttäuscht. Erstens, weil sie keine großartigen Funktionen haben. Ne? Es sind ja die Handschellen. Es ist ein Mikrofon und ein Walkie-Talkie von Batgirl, glaube ich. Und was war das andere noch? Ein. Radio. Ja. Und das ist, ja, da, also das spricht mich jetzt weniger an, das würde ich mir jetzt so nicht hinstellen, da bin ich, ja, da hätte ich jetzt keine Verwendung dafür, tatsächlich, ja. Ich kann auch mit der 66er-Serie einfach nichts anfangen. Da sind ja auch Figuren wieder rausgekommen, Ja. beziehungsweise teilweise Re-Releases, weil die vergriffen waren. Scheint irgendwie ein Run zu sein. Also es gibt dafür tatsächlich Abnehmer. Aber das ist tatsächlich mal was, was ich auslasse. Also da muss ich sagen, da hat mich McFarlane komplett mit erwischt. Und ich kann noch nicht mal sagen, warum, weil ich bin jetzt auch niemand, der so nostalgisch in der 66er-Serie drin eintaucht, dass er sagt, ich brauche da alles von. Aber mir gefallen die Figuren so gut. Die sind ein bisschen kleiner als die normalen McFarlane-Figuren, aber die sind recht kreativ in dem, was die da rausbringen. Da ist der Two-Face mit dabei, der ja nur in dem Film vorkam, in den Animationsfilm. Es sind Gegner mit dabei wie Egghead und King Tut, die sonst nicht als Figuren rausgekommen sind in der Form. Und das muss ich sagen, das begeistert mich schon. Es gibt das Motorrad, es gibt das Bad Boat und alles zum recht günstigen Preis. Und wenn man noch warten kann, dann sind die teilweise für 6, 7 € zu haben auf dem deutschen Markt. Deswegen wundert es mich, dass es diese Line auch so lange schon gibt, dass die, ich dachte eigentlich, es gibt kein Interesse daran, aber die hauen da tatsächlich eins nach dem anderen raus und auch von den neuen Figuren, dass sie jetzt sich so auf die Comic-Reihe, die es mal dazu gab, stürzen, um auch weitere Figuren rauszubringen, wie unter anderem auch Batgirl, weil sie die wahrscheinlich nicht die Lizenz haben, um das Batgirl aus der TV-Show 1:1 umzusetzen. Das finde ich klasse. Irgendwie reizen mich die. Ich mag die Verpackung nicht wirklich. Die hat nichts Sammelwürdiges. Also ich hätte auch Bock, die alle mal auszupacken. Werde ich auch wahrscheinlich mal machen. Vielleicht halte ich da auch noch eine Kamera drauf. Aber die Figuren, muss ich sagen, aus irgendeinem Grund reizen die mich total. Ich kann dir tatsächlich gar nicht rational sagen, wieso. Ja, die sind tatsächlich auch ein bisschen mehr Spielzeug als jetzt Sammelfiguren, ne? Auch extra so aus, wie du sagst, auch von der Verpackung her auch ein bisschen kleiner und auch wesentlich günstiger. Und da gibt es ja auch dieses Batcave-Playset, das kostet, glaube ich, 19 € und das ist echt riesig groß. Gibt es übrigens auch noch zu bestellen bei Mighty Underground, Und vielen anderen Läden. wo man nochmal 5% sparen kann. Ich dafür hier. Wenn man Batman News in die als Code nutzt, kann man 5% sparen. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, was haben wir noch? Warte noch kurz, während du schaust. Ich kann euch erzählen, ich habe nämlich jetzt tatsächlich gerade das Wayne Manor Set bekommen von dieser 66er Figurenreihe. Also das ist dann hier diese Bücherwand, die sich dann aufschieben lässt und die zwei Stangen runter in den Batcave führen mit dem Telefon, nicht dem roten, sondern hier, ach ja, mit dem aufklappbaren Kopf. Und es gibt noch irgendwie die Villains Lair, in dem dann die Villains dann eben sitzen und ihre Pläne schmieden. Also da hauen die tatsächlich recht viel Plastik raus, ne? Also wie du schon sagst, es ist mehr Spielzeug, was auch eingepackt anscheinend nicht bleiben soll, so wie es auch verpackt wurde. Aber ganz ehrlich, jetzt habe ich da plötzlich Bock drauf, weil so mit Kindern überlege ich gerade, da kannst du ja das Kind trotzdem tatsächlich nochmal dran gewöhnen. Und es ist halt was ganz anderes, als was man so als Batman-Spielzeug einfach da hat oder als Absolut. Batman-Figuren. Also ich habe hier mal gerade die Packungen, die kann ich mal ins Bild halten. Also hier ist so ein Teil vom Batcave zu sehen, unausgepackt in der Verpackung. Die ist so, also größer als DIN A4 auf jeden Fall und zeigt nur einen Teil von dem, was halt dann am Schluss auch drin ist. Da kann dann dieses Batmobil drin parken, was es auch schon, also das Batmobil kriegst du auch schon hierzulande für 16 € habe ich es gesehen, 20 €. Also das ist durchaus bezahlbar und das hier ist Wayne Manor. Mit Kamin und Tisch und allem drum und dran und einer Tapetenwand. Also ja, echt ganz witzig für Fans der 66er-Serie oder wie du schon sagst, ne, ich habe auch schon überlegt, mit meinem Sohn mal zu sagen, okay, lass uns das mal aufbauen und dann spielst du halt ein bisschen mit dem bunten Batman. Die sind aber wirklich witzig, die Figuren. Ich gucke mir das gerade mal hier so an.
Also die haben schon einen gewissen Charme, auch wenn ich kein Fan der 66er-Serie bin. Ja, und nicht nur das, es gibt auch eine Schwarz-Weiß-Reihe daraus, aus unerfindlichen Gründen. Da ist dann Adam West komplett in Schwarz-Weiß. Ja. Und Burt Ward genauso als Robin und der Riddler auch in Schwarz-Weiß und der Joker auch. Und der Batman in Schwarz-Weiß, der sieht tatsächlich, jetzt reimt sich's, ganz nice aus. Das stimmt. Den King Tut würde ich. Oh Gott. King Also Tut würde ich mir sofort holen. auch für diesen Preis halt, ne, Ja, das einfach ist das. halt, ja. Ich sehe, ich werde noch lange Gespräche zu Hause führen müssen. Ich habe es aufgegeben. Nee, ich würde es tatsächlich als Spielzeug kaufen zum Bespielen tatsächlich. Das hier ist der Schwarz-Weiß-Batman, den ich mal Das sieht kurz in die richtig gut Kamera aus. halte. Ich finde den Wahnsinn. echt cool. Ja. Und hier eben so ein Two-Face zu haben im Stil der 66er-Serie. Der ist Ja, hübsch, ja. ist schon nice. Jetzt, Lukas, nachdem du dich immer noch nicht von uns hast anstecken lassen, was gab es sonst noch? Ja, aber dafür hat er uns angesteckt. Ich habe gerade wieder gemerkt, ich darf mit Lukas nicht sprechen. Das Ja. schadet meinem Konto und ja. Das ist Lukas-Evangelium. Du weißt jetzt, wie das heißt, ne? Dein Review-Vlog dann bei Batman News. So heißt meine Biografie dann, ja. Oder so. Genau, also wir haben noch den Nightfall Batman von McFarlane, den gibt es mittlerweile jetzt dreimal, also diese reguläre Edition, die war auch relativ schnell ausverkauft. Dann gab es auf der San Diego Comic-Con ein Exemplar, das nur dort zu erwerben war. Das war blau-schwarz bemalt, das Cape und die Maske. Und dann gab es nochmal eine weitere Version, die auch limitiert war, glaube ich. Komplett blau. Ja, also da wird auch die Kuh wieder sehr gemolken. Keine Ahnung, ob man die jetzt alle drei braucht. Ich glaube, ich habe einen davon vorbestellt gehabt. Den ersten, der rauskam. Und ansonsten, ja, das ist die gleiche Figur, nur anders bemalt. Und das ist eben so ein beliebter Trick, da irgendwie die Käufer doppelt zur Kasse zu bitten. Dann haben wir noch ein bisschen was von Beast Kingdom. Das sind die, die auch ein bisschen hochpreisigere Figuren machen. Auch so 15, 16 Zentimeter Größe. Meistens haben die Stoffcapes oder so Kunstledercapes mit Drähten, dass man die auch so ein bisschen posieren kann. Und die Anzüge sind oft aus Stoff. Das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von dieser Marke bzw. Firma. Und da kommt jetzt zu Batman Returns eine Actionfigur, die auch relativ gut aussieht. Auch vom Gesicht. Die sieht schon sehr Michael Keaton ähnlich. Und auch wieder zur 66er-Serie zwei Figuren von Batman und Robin. Mit zahlreichem Zubehör und auch Stoffanzügen und Stoffcapes. Ja. Ja, die sind voll beweglich, glaube ich, ähnlich wie Hot Toys, ne? Also nur in einem kleineren Maßstab entsprechend, kommt auch nur mit viel Zubehör und ja, preistechnisch, glaube ich, in Europa dann so um die 60, 70 Euro zu haben. Ein bisschen teurer, mittlerweile 80, sogar bis zu 100 Euro. Ja, hat Hot Toys auch sich präsentiert? Also mal abseits ihrer The Flash. Figuren, die sie eh schon mal vorgestellt hatten. Ich meine, dass es noch so eine Jubiläumsgeschichte zu The Dark Knight und Wonder Woman gab, oder war das abseits von der San Diego Comic-Con? Das war vor der Comic-Con zum 100-jährigen Jubiläum von Warner Brothers. Also in dem Rahmen kommt eine Wonder Woman, basierend auf dem Look von Gal Gadot nochmal raus. Aber die Bemalung ist dem Comic, also der Comic-Vorlage angepasst. So klassischer Look einfach. Und die Dark Knight-Figur, die sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das ist im Prinzip eine Wiederveröffentlichung dieser Dark Knight Trilogy-Figur. Aber mit ganz seltsamer Bemalung, also blaue Haube, blaue Maske, blaue Handschuhe und Armstutzen und das Cape ist dann schwarz, also da ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. Das sieht aus, als hätte man sie bei Wish bestellt. Ganz ja, nicht sehr hochwertig aus und irgendwie ergibt sich da kein homogenes Design. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben auf der Website, da kann man sich die Bilder anschauen. Aber ich weiß nicht, also je öfter ich mir das angucke, je schlimmer finde ich es. Aber gut, ist Geschmackssache. Und dann wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass vom Joker nochmal ein Re-Release geben soll in zwei Versionen. Einmal mit
verpflanztem Haar, also mit Kunsthaar, das da dann irgendwie eingepflanzt wird, und einmal regulär, das ist dann halt eben aus Kunststoff, wie bei den normalen Figuren auch. Und preislich dann wieder ein Unterschied. Das macht dann wahrscheinlich wieder 100, 150 Euro aus. Wer es mag. Aber gut, das sind im Prinzip die gleichen Figuren, die dann irgendwann vergriffen waren, und dann gibt es nochmal eine Wiederveröffentlichung. Kleines Detail wird geändert und dann dürfen die Sammler nochmal zur Kasse. Tja, oder wenn es das erste Mal ist, hat man die Chance, sich die Figur auch zuzulegen. Genau. Was ist dein persönliches Highlight davon? Mein Highlight war die Man-Bat-Figur, auch wenn sie jetzt nicht direkt über die SDCC angekündigt war. Aber die ist halt einfach, also die ist krass, die Spannweite sind, glaube ich, ich gucke nochmal gerade, nicht, dass ich jetzt lüge. Wie viel Zentimeter? 40? 40 Zentimeter wäre ein bisschen wenig, glaube ich, weil ich glaube, die Figur, die es damals schon von DC Collectibles gab, im noch kleineren Maßstab, waren schon 40 Zentimeter. Ich glaube, das müsste schon noch mal eins drauflegen, oder? 86 Zentimeter. Ja, genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ist auch mal wieder schön, über Merchant-Action-Figuren aus dem Bereich zu sprechen. Wie gesagt, da merkt man ja doch so, dass die ein oder andere Investition möchte man dann doch mal wieder tätigen, was das angeht. Gut, apropos Investitionen, wie viel Geld habt ihr in digitale Comics bislang gesetzt? Um mal einen etwas ungelenken Übergang zum letzten Thema des Abends zu schaffen. Digitale Comics. Ich kann sagen, als es Comixology gab, habe ich da ganz viel Geld gelassen. Comixology kann man vielleicht auch nochmal erzählen, das waren. Ein digitales Comic-Unternehmen, was, glaube ich, seit 2007 es geschafft hat, digitale Comics auf iPads zu bringen oder halt eben auf, ja, eben solche Devices, ich glaube auch auf dem Rechner war das anzusehen, und die hatten irgendwie so alles irgendwann mal vereint von Marvel, DC, IDW und so weiter, was es nicht alles gab. Und natürlich, was auf dem amerikanischen Markt ja möglich ist, zu sehr günstigen Preisen teilweise mit sehr vielen Sales, indem man sich dann 400 Seiten Comics im besten Fall für 99 Cent dann holen konnte. Ja. Und wenn man das mal gemacht hat, dann hat man auch sich dann irgendwann mal dafür entschieden, okay, dann lese ich es halt auf Englisch. Ist ja, ist okay, man wird es schon verstehen. Und da habe ich mich dann auch reihenweise damit eingedeckt. Und ich glaube, bei Marion war das auch so. Ja, zu 100%. Das war eine schöne Zeit, und weil Lukas vorhin die auch angesprochen hat, die Adventures haben ja dann später noch Fortsetzungen bekommen, die wir in Deutschland nie gesehen haben oder die nur teilweise veröffentlicht worden sind. Und da habe ich auch, also wirklich diese komplette Comic-Reihe, glaube ich, für 2 € bekommen, irgendwie mal in einem Sale oder so. Also diese Sales waren nicht von dieser Welt zum Teil. Klar hat man am Ende viel Geld reingesteckt, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde mir das jetzt alles auf Deutsch kaufen oder so oder nochmal auf Englisch nachkaufen, ist fast unmöglich, solche Sales zu bekommen. Ja, und da gab es dann, ich glaube, schon seit 2014 waren die mit Amazon verbandelt. Da sind sie ja rein verkauft worden, sage ich jetzt mal, oder haben Angebot angenommen, was nicht so großartige Änderungen nach sich gezogen hatte, bis dann eben 2021 kam und sich auf einmal mit einem Update der App alles geändert hat, von der gefühlten Qualität bis zur tatsächlichen Qualität und Quantität. Und also auf jeden Fall hat das den Ruf stark beschädigt, was Comixology angeht, dass es auf einmal die Kindle-App war, dass es ja Qualitätsabbrüche gab, dass die Comics teilweise nicht mehr so hoch auflösend waren, wie sie sein mussten. Weil man muss dazu sagen, gerade Comixology hatte sowas Besonderes, und zwar dieses, nennt sich Guided View, ne? Also die Art, den Film, Panel, den Film sage ich schon, ja, aber so, mehr oder weniger So ist es so, wirkte es wie, manchmal, ne? ja, Ja. dass man sich durch das Comic durchswipen konnte von Panel zu Panel und man dadurch das Comic nochmal ganz anders erleben konnte. Das gab es dann teilweise nicht mehr und dann doch wieder. Und also eine ganz schwierige Phase zwischendrin, was Comixology anging. Und vor allem der europäische Markt wurde abgeschnitten, um es zumindest in der App zu kaufen. Es gibt inzwischen Umwege, wie man trotzdem an diese Angebote rankommt und
Aber es war auf einmal alles nicht mehr so lukrativ. Sie hatten auch etwas, das nannte sich Comixology Unlimited. Das war dann ein Betrag, den man monatlich gezahlt hat und konnte dann auch, glaube ich, aus einer sehr großen Auswahl sehr viel lesen. Ich meine, Amazon bietet das ja auch mit seinen Kindle-Programmen an, Kindle Unlimited und sowas kennt Das man werden die hierzulande auch. integriert haben. Das war damals auch in Europa nicht verfügbar. Also da müsstest du dann hättest du mit VPN reingehen müssen, um dieses quasi Streaming-Angebot in Anspruch nehmen zu können. Deutsche Comics, tja, da gab es tatsächlich bei Comixology auch das ein oder andere, aber das war eher von kleinen Verlagen. Na, hier von Plem Plem zum Beispiel, Richtig. wie Trachtman. Ja. Genau. Der immer mal eine Würdigung erfahren sollte. Unbedingt. Trachtman gegen den Saupreis. Genau, Ja, zum ganz Beispiel. großartig. Naja, aber tatsächlich hat es dann auch Panini irgendwann mal geschafft zu sagen, okay, wir bringen unsere Comics digital und in deutscher Sprache raus. Und das war 2020, Anfang 2020 muss das gewesen sein. Und die findet man jetzt auch so bei Amazon, dann eben als Kindle-Version, bei Apple Books, Google Play, wusste ich gar nicht, dass die auch Comics anbieten oder Bücher anbieten. Und etwas, das sich Isneo nennt. Nicht mehr. Aha. Isneo ist ein französischer Anbieter und der Oh. hat zum Ende des letzten Jahres den deutschen Store quasi zugemacht. Das erklärt, als ich heute die App geöffnet habe, dass alles nur noch Français war. Aber Oui. naturellement. Gut, ja, preislich liegen so die Panini-Comics in digitaler Form dann so 20, 25% unter dem, was der Printtitel kostet. Und merkwürdigerweise kommt nicht alles zeitgleich raus. Nee, Ist aber best, ist aber besser geworden. Gerd hat den Finger drauf, aber ich hatte ja damals als ich das angefangen habe mit diesem Comic Roundup, hatte ich noch eine Seite mit digitalen Veröffentlichungen, weil ich mir spätestens über Amazon noch irgendwie rausholen konnte, wann die rauskommen. Panini scheint selber überhaupt gar keine Informationen darüber zu haben, also die haben das ausgelagert, ne, dieses Digitalfeld, und die scheinen selber überhaupt keine Informationen darüber zu haben, wann welcher Titel, Ja. digital erscheint, und damit haben sie ja irgendwie für mich auch keine Kontrolle. Also finde ich höchst seltsam. Es scheint aber so, dass die Priorität im Moment definitiv liegt, dass die Neuveröffentlichungen, also die jetzt also auch als Print rauskommen, dass die also fast, doch, also einige sind die zeitgleich definitiv auch digital rausgekommen, dass da wahrscheinlich jetzt das Haupt, aber du hast recht, es ist also, Zeitnah vielleicht, ja. nee, doch, jetzt zum Beispiel bei diesem One-Shots hier, One by Today, da würde ich mal schon fast behaupten, die sind tatsächlich zeitgleich mit der Printausgabe erschienen. Was ich mir aber vorstellen könnte, dass die halt auch schon entsprechend vorbereitet worden sind, jetzt in den Veröffentlichungen, dass sie da ein bisschen Wert drauf legen. Bei anderen Sachen ist ganz witzig, ihr hattet mir ja den Kult geschenkt, ne, und so weiter, und der ist auch jetzt erst seit kurzem digital. Also der war also dann letztes Jahr zu dem Zeitpunkt noch nicht digital. Ehrlich, was schwierig ist, finde ich, ist das Suchen. Also wenn man die normalen Ausgaben auf Apple Books wie auch bei Amazon sucht, also man sucht sich zu Tode da teilweise. Das ist also ganz, ganz furchtbar, weil ich weiß nicht, warum dass die dann nicht aufgelistet werden. Also selbst wenn man den genauen Titel hat, findet man bei Amazon erstmal nur die Printausgabe und dann steht die Kindle-Ausgabe gar nicht drin, obwohl es sie eigentlich gibt. Ja, und ich finde es halt preislich auch tatsächlich, also wenn man sehr viel lesen will, ist es halt nicht sehr attraktiv gestaltet. Also zumindest jedenfalls in dieser normalen Form ist es preislich nicht attraktiv, wenn man also viele Comics lesen möchte. Und da gab es dann eben ein Angebot, auf das dann der Marian aufmerksam wurde. Erzähl doch mal, also etwas, was zumindest erstmal preislich ganz interessant klingt. Es gibt einen neuen Dienst seit Juni. Swoosh heißt der. Also, ne, wie das Geräusch wahrscheinlich, was man macht, wenn man swiped, also geräuschvoll swiped, dann ist es wahrscheinlich ein Swoosh. Und das ist ein Angebot von EHAPA überwiegend, die also dort vor allem die Disney-Comics und lustigen Taschenbücher und so weiter digital vertreiben. Und Lucky Luke, irgendwie nicht Asterix. Und die sich gleich von Anfang an Panini als ja, Partner gesichert haben sie gesagt.
Und da haben wir angefragt, ob wir einen Testzugang bekommen dürfen. Und das haben wir freundlicherweise bekommen, um uns das mal anzugucken. Weil was ist hier das Besondere? Weil wir werden dann auch, also gerade ich mit Gerd werde dann nochmal kurz darüber sprechen, das ist ja selbstverständlich schon länger und das sind wir auch in den Kommentaren darauf hingewiesen worden, dass es selbstverständlich schon ganz andere Anbieter gibt. Also mit Kindle wäre da vielleicht auch der Anfang zu machen, wo du quasi, Bernd nannte das dann ein Gemischtwarenladen. Das hast du auch Ja. mit BookBeat, genau, das gibt's. Es gibt Nextory. Ich habe dann zum Beispiel meine Bücher nur noch beim Beam Shop gekauft, weil die dann auch runterladen kannst, wenigstens. Und die kann ich dann halt auf meinem Gerät lesen und so. Und das sind aber eben, da hast du dann auch noch Bücher oder Hörbücher eben noch mit dazu. Ich glaube, BookBeat ist auch so ein Ding, das ging erst, hatte erst Hörbücher und ist dann Ja. dazu übergegangen. So. Und Swoosh hat halt was ganz anderes angeboten, hat quasi gesagt: Hör zu, wir machen einen Streamingdienst, da geht es nur um Comics. Und da gibt es jetzt halt quasi diese lustigen Taschenbücher und die werden auch ständig irgendwie, wird das auch geupdatet und Panini haben wir eben auch mit an Bord. Jetzt ist das Ding, seit wann haben wir diesen Account? Ich glaube, seit Anfang Juni. Ja, Anfang Juni. Und seitdem ist keins von den Panini-Büchern, also ist nichts Neues dazugekommen. Das ist ein bisschen frustrierend, weil man sieht, dass jetzt kommt noch die Mickey Maus, jetzt kommt das neue lustige Taschenbuch, jetzt kommt die Sonderausgabe lustiges Taschenbuch, jetzt kommt die Mundartausgabe, jetzt kommt das noch und das und das und das noch mit dazu. Und das ist ein bisschen, ja, schade. Weil, was ich dort gemacht habe, ist zum Beispiel, weil es das Angebot mir jetzt eben hergegeben hat und die uns das, wie gesagt, freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ne? Also mit einem Account muss man ja auch sagen, kannst du 4 oder 5 Profile anlegen und wir leben ja alle in verschiedenen Städten und haben nie die Rückmeldung bekommen, das geht jetzt hier nicht. Und gerade gibt es auch so einen Probe-Account, der kostet 10 € im Monat. Ne? Und wenn du da die Familie mitlesen lässt, gerade wenn du Disney dabei hast, ist das schon recht, kann das schon recht attraktiv sein. Also Genau. ich sehe das Ja. gerade auch im Bereich Disney. Also wenn man Kinder hat oder sehr großer Disney-Fan ist, ist man mit Swoosh auf der ganz sicheren Seite, da aktuell und auch fast vollumfänglich bedient zu werden. Also ich habe mal, weil ich selbst halt auch so ein Fan von diesen alten Karl Barks Disney-Sachen sind, also Dagobert Duck und so weiter. Und die findet man auch alle auf Swoosh. Das ist also, das geht da so auf jeden Fall toll durch. Das Panini-Angebot mit DC Superhelden ist leider, wie gesagt, ein bisschen, ja, ich sag mal, man hat den Eindruck, es ist stehen geblieben irgendwie im Juni, ne? Also das Ja. ist nicht weitergemacht, sondern es ist einfach stehen geblieben. Ja, aber die Grundidee ist ja erstmal nicht Ja. schlecht mit diesem Abo-Modell und diesem Streaming für Comics. Ist ja genau das, was ich auch immer gesucht habe. Für den Exakt. deutschsprachigen, also vor allem, weil ich halt Deutsch, die Comics in Deutsch lesen will. Ich meine, ich kann auch Englisch lesen, aber ich habe halt auch abends keine Lust, wenn ich lese. Es ist halt immer anstrengender in Englisch, weil man sich ja dann doch im Kopf übersetzen muss. Und je nachdem, was es geschrieben ist, ist es schwieriger. Deswegen war ich immer auf der Suche nach einem deutschen Anbieter. Und da ist es ja auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also, dass die da was machen. Wir können ja mal kurz über die Titel sprechen, die man jetzt zum Thema Batman da drin findet. Catwoman Lonely City ist einer der Titel, die ihr ja auch schon besprochen habt. Von der Batman One Bad Day Reihe ist zuletzt Two-Face und Riddler hier drin veröffentlicht worden. Der Joker War findet sich hier, der Shadow War. Ich bin Batman, One Dark Knight, das Batman 89 Comic, Schatten über Gotham. Ich weiß gar nicht, inwieweit es zurückreicht zu dem Ältesten. Ich glaube, das müsste die Neil Adams Compilation sein, die auch hier veröffentlicht wurde. Es finden sich natürlich auch Klassiker wie Killing Hasch. Joke, Long Hasch, ja. Halloween. Na, ich sehe gerade hier, Batman Child of Dreams dürfte tatsächlich einer der ältesten Titel sein. Aber dann eben auch, wie Gerd schon gesagt hat, Titel wie Batman der Kult, die erst kürzlich veröffentlicht wurden, die finden sich hier drin. Ja, es gibt schon einiges. Es gibt dann ja noch Star Wars und es gibt, glaube Marvel findet sich hier Nein, nicht drin, ne? nee, Obwohl auch bei genau. Panini. Aber Injustice, Aquaman, Black Adam, Spawn und Harlequin, Superman. Ja, und wie schon gesagt, sehr viel Disney, Lucky Luke etc., was man halt eben so vom E. Harper Egmont Verlag kennt. Genau. Ja. 10 € hast du gesagt im Monat. Aktuell, ich weiß nicht, ob das, ne, das ist so aktuell das Angebot.
Ja. Und man hat es als App dann Hm. erstmal, funktioniert auf dem Smartphone, funktioniert auf den Pads. Ich habe es hier auf meinem iPad Pro. Was nutzt ihr, um digital zu Auch ein lesen? iPad. Das ist also aber kein Pro, sondern ein normales iPad. Genau, ich auch. Und ich habe ein älteres Android-Tablet von Lenovo, wo bestimmte Sachen besser funktionieren als auf dem iPad, lustigerweise. Aber das iPad ist besser auflösend. Ja, Auflösung ist ja auch so eine Sache. Das iPad hat ja tatsächlich eine sehr gute Auflösung. Das heißt, das Material, mit dem gearbeitet werden muss, sollte dann dementsprechend auch hochauflösend sein. Also ja, das ist halt das Problem, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Die Verlage liefern das nicht so hochauflösend auf. Also das, was man damals bei Comixology hatte, das habe ich jetzt zu Teilen ja auch nicht mehr in dem Kindle-Dings. Also Comixology gibt es ja quasi noch als App. Da kann ich ja drüber zugreifen, steckt dann irgendwie im Kindle-Shop. Zumindest bei mir ist das so. Und das irgendwie kriegen die das nicht mehr hin oder sie wollen es nicht, dass man das so hochauflösend bekommt. Das ist bei den deutschen Verlagen ein grundsätzliches Problem. Also das Ja. ist bei allen Verlagen so, finde ich. Ich habe da tatsächlich mal einen Vergleich gemacht, jetzt mal anhand der MB-Zahl, die man da lädt. Also bei Apple Books findest du jetzt zum Beispiel One Bad Day, Two Face, die amerikanische Fassung, die US-Fassung 118 MB. Na? Die deutsche Fassung 28,8 MB. Das ist schon extrem. Bei Amazon auch der gleiche Titel, One Bad Day, Two Face, ist die deutsche Fassung 24 MB und die US-Fassung 40 MB. Ja. Also ja, also das, da ist Apple tatsächlich qualitativ weit vorne mit dabei. Allerdings muss man sagen, bei Apple gibt es halt auch keinen Guided View. Das ist halt dann Ja. auch einfaches Blättern. Dafür kann man halt recht tief reinzoomen, wenn man denn möchte. Ein kleiner Wermutstropfen ist auch bei Swoosh zum Beispiel drin. Also gerade bei den deutschen Veröffentlichungen. Also man kann das auf jeden Fall gut lesen. Das sieht auch alles vollkommen in Ordnung aus. Aber wenn man sich jetzt wirklich für die Details in den Zeichnungen interessiert, ja, Ja, dann. das habe ich auch noch mal gecheckt. Das scheint so eine Neuentwicklung zu sein, dass die Typografie im Deutschen seitens Panini vektorisiert ist, wie in so einem PDF. Das heißt, sie ist eigentlich immer gestochen scharf. Das ist sogar, glaube ich, ein kleiner Vorteil zu den US-Comics, in denen das dann eben, ne, ein Bild ist, welches man immer größer zieht und irgendwann mal pixelig wird. Hier bleibt die deutsche Übersetzung und der Font, also die Schriftart, entsprechend scharf, egal wie groß man es zieht. Nur halt eben die Zeichnung, die verliert halt dann, umso größer man es zieht, immer mehr an Qualität, ja. Und hat auch ja, doch dann irgendwann mal stark sichtbare Kompression erfahren, ja. Man muss jetzt auch sagen, dass Swoosh da nicht alleine ist mit dieser Qualität, sondern das ist eigentlich in allen, das war auch bei Isneo damals so, und dass du das eigentlich bei allen Diensten hast, wo du die Comics quasi gar nicht kaufst. Und du hattest das auch bei Diensten, wo du es gekauft hast, also auch bei Nextory, was wir ja auch ausprobiert haben, ist es ähnlich. Ich finde sogar, dass Swoosh ein bisschen da die Nase vorne hatte. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass mich das wenig gestört hat. Ja, du meinst die Nase vorn, das ist ein bisschen besser. Ich habe jetzt aber bin Naja, nochmal ein bisschen. hingegangen. Ich habe jetzt also zwischen Nextory und Swoosh nochmal verglichen. Das ist definitiv das Gleiche. Also die benutzen das Gleiche. Wird so sein. Die benutzen das gleiche File, also was wahrscheinlich Panini anliefert. Also Panini wird das, oder der Zulieferer von Panini liefert das auch und beide Dienste nutzen exakt das gleiche File. Also das ist dann wahrscheinlich, dass du das Gefühl hast, das besser ist, ist dann eher subjektiv irgendwie, weil, Bestimmt, aus irgendwelchen anderen Gründen, ja. ne, aus irgendwelchen anderen Gründen, weil das ist definitiv identisch. Interessanterweise ist jetzt auch, und das ist das nächste bei Swoosh, wie gesagt, so gelungen ich das auch finde, ich finde, die App ist, sehr rudimentär aufgebaut. Also es gibt halt auch noch gerade bei, zumindest bei mir auf dem iPad, gibt es auch Darstellungsfehler, die du wohl auf dem Android-Tablet und auf den Android-Phones halt nicht hast. Also zum Beispiel, interessanterweise habe ich das jetzt auch wieder mit Nextory zum Beispiel verglichen, auch diese App-Führung. Also es gibt halt kein Guided View. Das gibt es aber bei beiden nicht. Und interessanterweise, ich glaube, dass diese zugrunde liegende App, wie man Comics liest, bei beiden Diensten auch fast die gleiche ist, weil die auch fast genauso funktioniert Den irgendwie. Verdacht habe ich auch, ja. Also was hier zum Beispiel anders ist, als das bei Kindle oder so war, ist, ich tippe auf eine bestimmte Sache, um die größer zu machen oder so, und
die Kamera lenkt mich quasi dann auch genau dorthin, wo ich hingetippt habe. Also das ist schon irgendwas, das ist ziemlich intuitiv. Also ich, was weiß ich, tippe jetzt auf das linke obere Panel oder so und dann macht er mir auch, geht er auch, macht das auch in diese Richtung größer. Das ist schon recht angenehm und man kommt dann auch schnell wieder raus und so, weil ich hatte auch quasi so Onboard-Apps früher, wo ich halt mir runtergeladene Comics angeguckt habe. Da war das zum Teil ähnlich, aber auch da gab es manchmal so schon KI-Lösungen, die dir von selber die Panels quasi voneinander getrennt haben. Allerdings hat Zwusch auch auf Rückfrage gesagt, dass die an der Panel-View-Lösung Arbeiten, gerade ja. arbeiten, ne? Wo wir gerade bei der Panel-View-Lösung sind, mir ist aufgefallen, dass tatsächlich in der Comixology-App, die ja so ein bisschen die Kindle-App ist, wenn man da ein deutsches Comic von Panini öffnet, tatsächlich auch schon der Guided View zum Einsatz kommt. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine neue Entwicklung ist. Ich habe mir zumindest mal so ein Voransicht PDF zukommen lassen, und tatsächlich, das läuft dann eben auch mit diesem Guided View Ja. seitens Panini dann eben ab. Was die, Das müssen die auch automatisiert haben. Das war wirklich eine kleine Bude Comixology. Und die haben ja Tausende von Comics im Monat rausgebracht. Ja. Bei der Swoosh-App sei noch zu sagen, du hast ja schon gemeint, da gibt es noch das ein oder andere zu verbessern. Ja, also wir haben jetzt hier auf dem iPad so das Problem, dass wir keine Favoriten sichtbar festlegen können. Das haben wir recht schnell festgestellt. Das war strange. Was mir fehlt, ist eine funktionierende Suche. Also wenn ich zum Beispiel One Bad Day eingebe, bekomme ich überhaupt nichts. Um zu One Bad Day zu kommen, muss ich einen Exakt. Batman-Titel anklicken, um dann irgendwann mir das rauszusuchen. Und selbst wenn ich Lonely eingebe, komme ich nicht zu Lonely City, sondern zu nirgends hin. Also mir wird nichts angezeigt. Es wird so, als würde nichts durchsucht werden. Ich weiß gar nicht, was ich eingeben soll. Ich gebe mal hier Lucky Gib mal Catwoman ein. Catwoman. Ja, dann bekomme ich Catwoman Lonely City. Das ist das Problem. Die haben, also Problem ist es ungewohnt, sagen wir es mal so. Die haben also quasi alle ihre Comics und auch die von Panini oder die DC Comics von Panini genommen und haben die in Kategorien gesteckt. Das habe ich auch erst später verstanden. Das heißt also, ich habe jetzt hier zum Beispiel ist dieses Catwoman Lonely City, jetzt gehe ich da drauf und jetzt ist Catwoman Lonely City als aktuellster Titel in dieser Kategorie angezeigt. Und dann gehst du weiter runter und siehst alle Catwoman Comics, die sie haben. Das sind auch wirklich großartige Sachen mit dabei. Das ist diese Ed Brubaker-Reihe, die ja in wirklich richtig dicken Bänden gekommen ist und die laufende Catwoman-Serie. Das ist alles damit runtergefasst. Suchst du aber eben nach, wie Bernd jetzt gesagt hat, nach Lonely City, findest du es nicht. Na, du musstest quasi immer die Kategorie eingeben, das macht ja kein Mensch. Und die Lesezeichen funktionieren auch nicht immer, zumindest bei Lesezeichen mir. funktionieren auch nicht. Nee, bei mir auch nicht. Also da hast du teilweise auch ganz merkwürdige Variation. Was mir auch aufgefallen ist, manchmal ist es einfach so, man ist halt zu müde und dann mache ich einfach nur noch die App zu. Ne? Und ja, und dann am nächsten Tag will ich weiterlesen, dann mache ich die App auf. Da gibt es zwei Situationen. Manchmal bin ich einfach wieder in der Seite drin, wo ich aufgehört habe. Und manchmal ist die Seite, also ist die ganze App wieder auf der Startseite. Wenn ich dann den Comic wieder aufrufe, bin ich aber auch nicht mehr auf der Seite, wo ich gewesen bin, sondern der Sondern hat auf jetzt quasi. Seite 1, Man genau. ist auf Seite 1 und ich so, hä, warum? Das ist wirklich problematisch, das geht nicht. Also das ist wie bei Spotify Hörbücher hören. Du bist plötzlich wieder am Anfang. Was ist das für ein Unsinn? Also, ne, das geht leider überhaupt nicht. Ich finde das mit diesen Kategorien, ich hatte mich dann dran gewöhnt, ich finde es eine attraktive Lösung tatsächlich, aber dann muss ich trotzdem Einzeltitel suchen können. Das ist halt das Ding und das mit diesen Lesezeichen geht auch überhaupt nicht. Ja, also diese Suchfunktion, die muss auch mit mehr als Kategorien zu befüllen sein. Ich meine, kein Mensch denkt nach einer Kategorie, nachdem er jetzt irgendwie was sucht, ne? Dem muss man schon ein bisschen mehr Freiraum geben. Geschmäcklerisch ist natürlich, dass während dem Lesen sich der Rahmen in Orange präsentiert. Also zumindest auf meinem iPad ist das so, dass man dann ja dann halt eben hier diesen Rahmen bekommt. Das kannst du aber abschalten. Das kann man Ja, abschalten. das kannst Das du kann in man den abschalten, Einstellungen ja. ausmachen. Okay. Ja, ich Wirklich? habe da auch gesucht für, das hat dann Marian mir erklärt, auch das ist so eine Sache, das ist eine Okay. Funktion, die wieder etwas versteckt ist, das kannst du aber ausschalten, dann blenden sich diese, weil die haben mich am Anfang auch gestört, diese orangen Rahmen. Und das ist auch interessant, das hast du bei der Nextory-App auch, und zwar mit roten Rahmen, und interessanterweise. Deswegen vermute ich mal, dass diese Grund-App tatsächlich die gleiche ist, die da benutzt wird.
Weil auch bei der Nextdoor-App so ähnliche Probleme manchmal auftauchen. Wobei da zumindest die Suchfunktion, die ist vernünftig. Also da kann ich halt einen Titel eingeben und den findet der auch. Und der findet auch die Schlagwortsuche. Sprich, also wenn ich mit Cat anfange, dann kommt schon automatisch Cat Woman. Also er weiß, worauf man hinaus Ja. will. Also das scheint da besser zu funktionieren. Ansonsten fände ich das Angebot per se schon attraktiv. Also, Voll. na, wenn jetzt so Ja. ein paar Sachen ausgemerzt werden, wie eben, dass es beständig befüllt wird, das ist halt so eine Experience, die möchtest du halt nicht erleben, dass du dann auf einmal merkst, du investierst in etwas, was nicht weiter befüllt wird. Ja, genau. Da müsste halt was vorwärts gehen. Ich wäre schon jemand, der auch gerne Deutsch liest. Na, Ja. das ist einfach einfacher. Es ist also auch natürlich vom Verständnis her auch, wenn man natürlich gut Englisch versteht oder lesen kann, finde ich es halt einfach sehr angenehm, auf Deutsch zu lesen. Und Ja. das dann eben auch noch zu einem Preis, der sonst nicht machbar ist aufgrund von Buchpreisbindung und dass man von der nicht so hundertprozentig abrücken möchte und auch nicht alles immer im Sale anbieten kann, wie es bei Comixology der Fall ist, so ist es schon recht lukrativ zu sagen, für einen Zehner im Monat kriege ich halt eigentlich alles, was Panini so ausspuckt und kann das dann lesen. Wie gesagt, technisch bestimmt noch ausbaufähig, Ja. um es auf die Höhe von dem damaligen Comixology zu bringen, aber finde ich per se nicht verkehrt. Ich habe viele Titel gefunden, wo ich gesagt habe, ah, würde ich gerne mal reinschauen. Auch ich bin mit Lucky Luke aufgewachsen. In so einen alten Lucky Ja, Luke-Comic reinzugucken, ja. ist großartig. Die Disney-Sachen sind jetzt weniger meins. Ist auch so ein bisschen das Problem bei Apple Bücher übrigens, dass das auch die ganze Comic- und Manga-Abteilung überschwemmt ist von Disney. Donald Also. Duck-Titeln und lustige Taschenbücher und man da überhaupt kein Panini findet, wenn man es sucht. Also ich habe noch keinen Weg gefunden, außer den konkreten Titel einzugeben, überhaupt mal mir das Paket von Panini Du anzugucken. musst genau den exakten Titel wissen. Du darfst dich auch nicht verschreiben, weil sonst Siehst du, da findet. haben wir es auch wieder. Ja, Genau. das ist ja das, was ich gesagt habe. Das war ja teilweise, wie das losging mit den digitalen Panini-Comics, wo ich ja verzweifelt bin, weil da sagte Bernd mir, das kriegst du bei Apple Books. Und ich tippe das dann mir bei Apple. Was erzählt der Bernd mir? Da taucht nichts auf, ne? Und dann, ach Scheiße, du hast dann I. Vergessen zu schreiben. Deswegen hat das nicht gemacht. Das ist halt alles so eine Sache. Nein, das Angebot, ich muss jetzt mal eins sagen. Dadurch, dass wir das getestet haben, da ist mir aufgefallen, wie sehr ich das Comiclesen vermisst habe. Weil ich das auch jahrelang nicht gemacht habe. Aber es, wie gesagt, es ist eine sehr teure Angelegenheit, weil man sich halt nicht alles kaufen kann und man möchte ja vieles haben. Das muss man ganz einfach sagen. Wenn man sich so 5 Premium-Panini-Titel im Monat kauft, das sind wir locker bei 150 Euro. Das hat man mal nicht mal eben. Hat nicht jeder so zur Verfügung, zur freien Verfügung. Das heißt, wenn man sehr viel lesen möchte, ist das der Schlechte. Und hier habe ich jetzt gemerkt, ich möchte wieder sehr viel lesen. Und das ist ein sehr bequemer Weg, das zu lesen. Und ich habe Ja. durch dieses Testen tatsächlich auch jetzt sehr viel gelesen, was ich die Monate vorher nicht gemacht habe, was auch wieder wirklich Spaß gemacht hat, weil man erstmal wieder gemerkt hat, wie viele der tollen Geschichten an einem deswegen vorbeigegangen sind in den letzten Jahren und wo man jetzt eine Möglichkeit hat. Also ich sag mal, selbst Also wenn. viele der tollen Geschichten meint jetzt Gerd alles von Tom King. Gerd hat sich ganz viel in Ach, Tom King reingelesen. Haben da wir jetzt auf, haben reden wir wir, jetzt nicht genau. drüber. Aber ich sag mal, selbst wenn sie es auf 12,99 erhöhen würde, was ich sogar verstehen könnte, weil so ein Abo-Preis so zu halten, ist ja schwierig. Weil, wie gesagt, wer sagt, wir haben in Deutschland Buchpreisbindung, Verlag muss am Leben bleiben, Ja. Lizenzen sind teuer. Aber auch für 12,99, wenn die das Angebot noch entsprechend erweitern, bin ich dabei. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Und da ist es, glaube ich, im Moment, da sollten wir auch drüber sprechen. Das ist der größte Konkurrent in Deutschland. Das ist dann definitiv vom Angebot her Nextory. Moment, bevor du darüber gehst, will ich noch kurz die Okay. Vorteile von Swoosh aufführen, weil ich hier am Anfang, oder was man quasi wahrscheinlich so mitgehört hat, ist, für den Preis, den sie gerade abrufen, ist es so, dass wir haben jetzt 5 Profile angelegt. Bei allen Profilen kannst du quasi dir alles Mögliche einstellen, wie du willst. Ihr habt jetzt gemerkt, der Bernd hat immer noch diese Leiste an, wir beiden anderen nicht. Ich kann natürlich auch in die Profile von den anderen reingucken, das geht natürlich, aber warum, ne? Also warum sollte ich das, also auch von mir aus? Und ansonsten ist es allerdings tatsächlich sehr individuell einstellbar. Für diesen Preis hast du einfach 5 Accounts quasi. Das fand ich schon ziemlich cool. Jetzt ist halt das, was ihr gesagt habt, na, jetzt müsste halt noch das Angebot kommen. Lustige Taschenbücher, damit bin ich groß geworden. Der habe ich mir sogar ein paar Mal runtergeladen früher, weil ich
Super schlafen kann damit. Aber wenn ich gar nicht schlafen kann, lese ich ein lustiges Taschenbuch und bin relativ schnell eingeschlafen. Ja. Und hier ist es so, ich muss die Sachen hier nicht runterladen. Genau. Also wenn ich so Platzprobleme habe, bei Swoosh kann ich die auch quasi streamen über die Cloud. Aber das kannst du bei Nextory tatsächlich auch. Na, Das jetzt bin kann. ich aber sehr gespannt. Darf ich vielleicht noch einen Vorteil aufzählen, der mir noch aufgefallen ist, jetzt auch im Vergleich zum Beispiel zu Amazon Kindle Unlimited. Ne? Man könnte ja natürlich sagen, hier bei Kindle Unlimited kriege ich doch für 11,75, glaube ich, sind das, kriegst du E-Books, Magazine und dann Hörbücher kriegst du auch noch hinterhergeworfen. Aber da kriegst du nicht jeden Titel, den Panini zum Beispiel veröffentlicht. Ne? Also da habe ich jetzt gemerkt, dass bei Swoosh zum Beispiel One Bad Day erhältlich ist, während das zum Beispiel nicht bei Kindle Unlimited mit dabei ist. Also du kriegst nicht alles bei Amazon, was ja auch mit der Platzhirsch sein dürfte, was solche Comics angeht. Genau, das wollte ich noch sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Nextory ist, worüber ihr jetzt sprechen wollt. Nextory ist im Prinzip, jetzt erstmal so vom Grundprinzip her, Nextory ist tatsächlich ein Bücherleserdienst, Bücherleser- und Hörerdienst, also der sich auf die Fahnen geschrieben hat, das volle Spektrum anzusehen. Also man kann da E-Books lesen, streamen, man kann Hörbücher streamen und hören und man kann eben auch Comics lesen. Das fällt dann auch schon bei Nextory auf. Es gibt am Anfang, es gibt halt so eine Stöbern, so einen sogenannten Stöbern-Button, da kommt man auf so einer schönen Seite mit so Icons und da sind dann halt auch Comics dran. Wie gesagt, aber man hat auch Hörbücher und dann gibt es dann halt, wenn man da draufklickt, kommen dann nochmal da Genre-Unterteilungen. Da findet man also sofort, ich glaube, an dritter Stelle steht Superhelden-Comics dann, ne? Bei Nextory, wenn man zum Beispiel noch guckt. Nextory hat, wenn ich das richtig sehe, den kompletten Panini-Katalog drin. Also nicht nur DC, sondern auch wirklich Marvel. Der ist also auch dabei. Also ich kann mir auch die Marvel-Comics durchlesen. Und Nextory hat auch noch den Splitter-Verlag drin, der auch ebenfalls hervorragende Comics anbietet. Das ist Absolut. der Unterschied, den man jetzt auch mal sagen muss. Nextory hat ein Abo-Modell, das sind auch 10 Euro im Monat, aber das ist gekoppelt an eine Stundenanzahl. Eine Stundenanzahl, wie lange ich lesen kann oder hören kann. Sprich, also wenn ich jetzt zum Beispiel Hörbücher mir runterlade und ich komme jetzt auf die Idee, ich meine mal ein Beispiel, ich würde mir von Stephen King Der Anschlag als Hörbuch runterladen, das geht 37 Stunden, dann würde ich das für die 10 Euro im Monat nicht fertig hören können, weil ich nur 25 Stunden Zeit habe, das zu machen. Klar, ich könnte natürlich auf doppelte Geschwindigkeit stellen, das ist heute machbar, was aber, glaube ich, sich Ach, sehr geht unter. das? Ja, das geht, Pro-Tipp bei Gerd. Lifehack. aber das hört sich ja nun sehr merkwürdig an, wenn dann plötzlich David Nathan mit einer Fistelstimme Stephen King vorliest. Das möchte ich nicht haben. Das ist auch der Unterschied. Und das ist auch tatsächlich, ich habe das jetzt mal geguckt, weil ich habe es auch getestet, auch bei den Comics so. Also du hast unten, wenn du einen Comic liest, steht tatsächlich eine Zeit, wie lange du dieses Comic gelesen hast. Und jetzt kommt so das Witzige, weil Marian muss das ja unbedingt bringen. Ich habe halt gerade Human Target von Tom King dort gelesen und so weiter. Und für Band 1, den ich sehr schleppend empfunden habe, steht da bei mir eine Lesezeit von 2 Stunden 37 drin, weil ich mich da so durchgequält habe. Für Band 2 bin ich dann auf 1 Stunde 5 Minuten gekommen, weil ich mich dann da durchgekämpft habe. Das heißt, nach 25 Stunden kann ich kein Comic mehr lesen, sondern habe mir dann nur die Möglichkeit, sein Abo entsprechend aufzustocken. Die nächste Stufe sind dann sofort 18,99, also 19 Euro im Monat, wo ich dann halt unbestimmte Zeit habe. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Familienabo, da habe ich 4 Profile, aber ich habe jetzt nochmal also auch nachgefragt, das bezieht sich tatsächlich auf Family, sprich in einem Haushalt leben, wo ich dann für 23,99 4 Profile habe, die unbegrenzt streamen können, sprich Hörbücher, Comic lesen können, so viel wie sie wollen. Dafür bezahlt man dann 24,99 € im Monat. Frage. Nur als Verständnis. Also, dieses Stundendings. Ja. Mal angenommen, du legst jetzt das iPad hin und hast eine Seite offen. Und da läuft ein Countdown dann währenddessen. Du musst die App schließen. Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Du musst die App schließen. Also ist normal so, wenn du das iPad weglegst, schließt, wenn das iPad sich dann in Ja. Ruhemodus geht, wird die App auf Ruhemodus gestellt. Also es geht dir keine Zeit verloren. Aber du verlierst zum Beispiel, wenn jetzt eingestellt ist, dass das iPad erst nach 5 Minuten in Standby geht, ne? Rechnet dir die App, wenn die noch offen ist, diese 5 Minuten tatsächlich auf die Lesezeit an, obwohl du gar nicht gelesen hast. Das heißt,
Du solltest die App immer schließen, wenn du gelesen hast, damit das auch wirklich Oder Zeit das genommen. Buch. Das Buch schließen in dem Zeitung. Jetzt, das hört sich im ersten Moment jetzt ziemlich hart an. Aber mit Comic lesen auf 25 Stunden zu kommen, ist Mit schwierig. Comic lesen, wollte ich gerade sagen, dass im Monat auch 25 Stunden kommen. Also selbst wenn man jeden Abend etwas liest, das ist schon, da hat man schon sehr, sehr, sehr viel, was man lesen kann. Also ich glaube kaum, dass man als Normalleser diese 25 Stunden wirklich aufbraucht. Man darf halt nur keine Hörbücher dazwischen nehmen, weil dann ist Ja, die klar. Zeit natürlich sehr, sehr schnell weg. Ansonsten von der App, es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen funktionieren ein bisschen besser. Ansonsten, wie gesagt, ist die Bedienung sehr identisch und ich glaube, es ist tatsächlich sogar die gleiche App-Grundlage, wie sie funktioniert, die da benutzt wird. Wahrscheinlich nur in der Version, die halt schon weiter programmiert ist, angepasst ist auf diesen Content, Aber den die sie. Kategorisierung und die Übersicht von den Comics, die ist Wahnsinn. Also das Ja. ist wirklich was, ich weiß jetzt, ich habe das ja hier stehen. Ich habe mir jetzt, also ich habe auch ganz viele Bücher als gelesen quasi markiert, weil ich dachte, vielleicht sucht da ja irgendein Algorithmus meinen Geschmack raus. Macht er auch ein bisschen. Also ich habe mir jetzt 404 Bücher gespeichert 404. und 70 als gelesen markiert, genau. Wow. Also das sind 70 Bücher drin, die ich kenne, die ich schon gelesen habe. Ne? Also da weißt du, wie lang, wie groß dieses Ding ist. Ne? Das sind Serien mit drin. Du hast jetzt nicht 70 gelesen, sondern du hast schon 70 Mal gelesen. Okay. Also ich kenne 70 Bücher, die ich schon, Ja. also Bücher sind Ja. Comics auch, ne? Die ich gelesen habe, die mir hier untergekommen sind, wo ich gesagt habe, habe ich schon gelesen, kenne ich schon, Okay. kenne ich schon. Es ist was ganz Seltsames allerdings, manche tauchen so doppelt auf. Und einmal sind die manchmal bewertet und manchmal wieder nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Und das betrifft bei Serien manchmal auch nur das erste Heft. Das verstehe ich nicht, aber Weiß gut. ich habe das auch gesehen. Das ist bei dem Tom King sogar, bei dem Human Target. Die sind beide, also das sind ja nur zwei Bände, die sind doppelt drin. Und ich glaube, das eine ist das Hardcover, wenn du es dir Print kaufen würdest, von der ISBN. Und das andere ist einfach nur das Softcover. Dass das einfach deswegen, weil das sind nämlich auch tatsächlich die verschiedenen ISBNs, kannst du nämlich nachlesen. Ich denke Sind so. Menschenleute sehr bescheuert irgendwie. Ja, da hab ich nur gedacht, okay, da merkt man dann wiederum, dass da halt also einfach nur dieser Content genommen wird, da gar nicht drüber Ja. nachgedacht wird, also das wird dann einfach eingepflegt, und ergibt keinen Sinn, aber das könnte das tatsächlich sein, weil Panini ja sehr viele Comics hat, sowohl als Software als Hardcover anbietet und es tatsächlich bei denen mir am meisten aufgefallen ist, also wo es beide Varianten gibt, dass du dann auch das Ding bei Nextory doppelt drin hast. Ne? Also vermutlich ist da irgendein Callcenter so, die dann diese Titel einfach einpflegen mit den kleinen Bildchen, die einfach Listen abarbeiten, die gar nicht wissen, dass das identisch ist. Das Okay. vermute ich mal ganz stark. Fragen. Hauptsächlich deutsche Comics nehme ich mal an. Ja. Es gibt wohl auch englische, aber die habe ich nicht gefunden. Oder sie werden mir nicht vorgeschlagen. Nein, nein, du musst, da ist es umgekehrt, wie man Also das das kannst du ja bei einstellen. Ja. Musst du einstellen, du musst auch explizit danach suchen. Aber generell, wenn du die Sprache auf Deutsch hältst, kriegst du halt alles Deutsche angeboten, definitiv. Also das, wo sie Verträge mit haben. Kompletter Panini-Katalog heißt, so weit zurück bis ins Jahr 2020, als sie angefangen haben, Comics zu digitalisieren. Ja, die sind alle drin. Also du findest da, also alles, was die, glaube ich, und das wird auch ständig aufgestockt. Also bei Nextory kannst du wirklich so alle 2, 3 Tage sehen, wenn du reingehst in der Suchmaske, merkst du, dass sich das Portfolio immer erweitert, dass da mehr dazukommt. Also da wird auch immer ständig nachgeschoben. Und es gibt auch einen Algorithmus, also selbstverständlich gibt es den. Ja, Ne? ja. Also die bieten mir dann, wenn die, ich habe jetzt halt noch Splitter mit drin und dann kriegst du sonst irgendwas angeboten. Wenn du so einen Kindertitel mit drin hast oder der so halb kindertitellich ist, dann kriegst du das auch noch, genau. Ja. Allerdings, so was von den Büchern angeboten wird, ich habe ja gesagt, ich lese so parallel 5, 6 Bücher, ist kein einziges von denen mit da drin. Also da hat man auch ein großes Glück und da werfen die wohl auch Sachen aus den Katalogen wieder raus. Genauso mit den Audiobooks. Überzeugt mich jetzt nicht. Also, ne, das kriegst du alles auch auf Spotify, ganz ehrlich. GuideView gibt es hier auch nicht, ne? Nein, wie gesagt, die App ist, also im Prinzip, man sagt es eben, diesen orangen Rahmen bei Nextory kannst du bei den Comics so einen roten Rahmen haben, der dann auch oben einblendet und sich ausblendet. Und ich denke so die ganze Zeit, das kommt ja alles so bekannt vor. Und ich glaube, ich habe es noch nicht nachgeprüft, aber ich vermute mal, das ist so eine Multi-App, die irgendwo mal die entwickelt wird und die halt einfach für den jeweiligen Dienst ein bisschen angepasst wird. Deswegen vermute ich mal, dass die Leute von Swoosh halt da
ihre App beziehen, dass die Leute von Nextory da ihre App beziehen Und wenn und wir dann bei nur, BookBeat reingehen, ist es bestimmt genauso. ja, genau, und dass da, dass der einfach, dass die halt nur kleinere Anpassungen macht, weil auch die Bedienung ist fast identisch. Also das ist Na zumindest beim gut. Lesen, Ja. ja. So, Lukas. Also ich lese ja nach wie vor Print und ich muss sagen, nach den ganzen Ausführungen klingt das so ein bisschen unausgereift noch alles, ne? Da fehlt es noch so ein bisschen an Feinjustierung. Und da ich ja auch jemand bin, der Comics immer auf Englisch liest, sind die relativ uninteressant tatsächlich für mich, zumindest was Swoosh angeht. Ich habe mir das parallel mal ein bisschen angeschaut. Diese, also ich verstehe das nicht so ganz. 9,99 € für die ersten 3 Monate. Das klingt für mich so, als kostet das 9,99 € und ich darf es 3 Monate nutzen. Aber so wie du das erklärt hast, Ja. kostet es ja 9,99 € pro Monat. Das soll später so werden. Absolut, das ist jetzt der Schnupperpreis. Da kriegst du 3 Monate für 10 € und dafür ist das, finde ich, eigentlich Ja. ganz Genau, ja. nice. Wie gesagt, auf Deutsch lese ich halt selten, weil ich da nicht so in den Lesefluss komme, komischerweise. Das ist ganz merkwürdig, weil ich schon immer auf Englisch gelesen habe und das einfach. Ah. Und da war halt immer auch alles verfügbar und es war auch immer günstiger. Von daher bin ich davon nie weg. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja wie so ein Streaming für Comics. Also ich dann zwar Richtig. nicht, sondern ich zahle für das Abo. Muss die auch nicht runterladen, sondern nutzt das dann über die Server, wo die bereitgestellt sind. Kannst beides, ist beides möglich. Du kannst bei beiden, du kannst sowohl bei Nextory wie auch bei Swoosh, kannst du die Ausgaben runterladen. Du kannst sie auch offline lesen. Wobei jetzt bei Nextory hatte der Marian jetzt festgestellt, und ich habe das auch nochmal ausprobiert, das stimmt tatsächlich. Nextory will zumindest einmal täglich eine Online-Verbindung haben. Und ich vermute, das liegt halt daran, dass die halt dann die Zeit checken wollen, weil die natürlich verhindern wollen, dass jemand sich das Comic dann, was die ganzen Sachen off, also runterlädt, ne, und dann anschließend offline alles liest und dieses 25-Stunden-Limit halt dann einfach Ja, ja. überschreitet. Das heißt, das vermute ich mal ganz stark. Aber du kannst generell bei beiden Apps also auch offline lesen, sprich, du kannst dir die Sachen runterladen. Aber sie gehören dir nicht. Sie gehören dir nicht, nie. Also es ist wie die Filme auf Netflix halt, ne? Es ist bei Streaming ja generell. Wenn du Ja. streamst, bist du, also außer bei iTunes, wo du so Sachen explizit kaufst. Ja, es ist halt nur schade, dass wirklich dann die HD-Qualität so stark sich unterscheidet, beziehungsweise entweder gar nicht vorhanden ist oder ja. Ja, also ich glaube, für einen Englischlesenden, da ist weiterhin dann Amazon und Kindle interessant. Da muss man dann nur den Workaround rausfinden, wie man an die günstigen Sachen drankommt in dem Sales-Bereich. Da muss man, also um so eine Experience mal zu erfahren, du musst den Browser wechseln, du darfst nicht eingeloggt sein und gehst auf die Amazon.com und gehst dann da in den Comixology-Bereich und da gibt es dann die ganzen Sale-Angebote, die man dann im deutschen Amazon auch findet, wenn man dann den entsprechenden Titel sucht. Kostet dann 1,5 Euro dann eben mehr, ne? Euro, Dollar-Umrechnung und so weiter. Aber meistens findet sich's dann so. Man muss echt einen ganz merkwürdigen Workaround dafür anlegen. Ansonsten ist tatsächlich Apple Books sehr günstig. Also da, die kennen, glaube ich, Mehrwertsteuer nicht so ganz. Da ist dann der Preis meistens Dollar auch gleichzeitig Euro. Und ja, hast du es halt dann eben in dieser Qualität, wie ich schon gesagt habe, recht hochauflösend. Allerdings nicht mit dieser doch tatsächlich sehr guten Lese-Experience, was auch jetzt immer noch die Kindle-App oder die Comixology-App mit sich bringt, mit dem Guided View. Das ist einfach schon, da merkt man die Erfahrung. Für Lukas wäre die beste App die DC Universe Infinite App. Ja, die gibt's ja nicht bei uns. Die gibt es nicht bei uns und ich kenne das von Dritten, dass sie das ausprobiert haben mit einem VPN-Server und das ja gar nicht so einfach ist, weil die schon gemerkt haben, wenn du dich mit einem deutschen Google-Konto angemeldet hast, also dass sie auch wirklich sehr Ja. geguckt, dass da gar nichts passiert und es dann trotzdem auch da einen Workaround gab und da gab es so ein Ultra-Angebot, da hast du quasi für 8,35 € im Monat komplett sofort Zugriff. Einen Monat nach Erscheinen auf alle DC Comics und ein riesengroßes Archiv und so halt auf Englisch und in guter, sehr guter Qualität. Aber auch das haben sie komplett zugemacht. Also die Personen, die ich da kenne, die kommen da so gut nicht mehr rein. Das ist auch interessant. Es gibt eine App, die nennt sich Smart Comic Reader.
Die kannst du also sowohl auf Android wie auch auf dem iPad, die kann man sich runterladen. Das ist halt ein freier Comic-Reader. Ja. Und wenn du dir halt digitale Comic kaufst, also wirklich kaufst und die als runterladen kannst, als File, als EPUB, wie das üblich ist. Und bei der ist es sogar so, die macht einen Pseudo-Guided View. Also die erkennt zumindest, ist da offensichtlich eine KI am Werk, die also so Panel-Render kennt und du kriegst dann da, also bei dem Comic, so eine Art Pseudo-Guided View hin. Also solange die Panels relativ klar voneinander getrennt sind, kann sie die Panels gezielt einzeln vergrößern und auch links und rechts ausblenden. Es funktioniert allerdings nicht immer, sobald da irgendwie so Spielereien drin sind, wie dass da zum Beispiel nochmal ein Rahmen drum gezeichnet worden ist, dann geht das schief. Aber die kann ich in der Form empfehlen, wenn man sich wirklich digitale Comics kauft. Und bei Android kann ich da Comic Trim empfehlen. Dies finde ich da Ich am glaube, die besten. ist ähnlich. Ja, die ist auch Das ist ähnlich. genau das Gleiche. Ja. Ich glaube, man müsste letztendlich auch unterscheiden, für wen ist das. Also ich glaube, so Swoosh und Nextory ist jetzt so für mich zum Beispiel einer, der sehr viel lesen möchte, der auch jetzt kein Augenmerk darauf legt, diese Comics zu besitzen, weil ich möchte mich halt wieder viel in ongoing Series einlesen. Ich möchte nochmal viele Klassiker lesen. Ich habe ja auch viel hier in Printsammlungen. Also für den ist Nextory oder Swoosh auf jeden Fall. Swoosh, würde ich auch sagen, ist sehr geeignet für Familien, also Leute, Menschen, die Kinder haben, weil, wie gesagt, dieses Disney-Angebot, das ist phänomenal, was sie haben. Das muss ich denen auch neidlos zugestehen. Ihr Das sind eigenes. Ist ja ihr eigenes. Darauf ist auch ausgelegt und das ist ja auch nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Also, wenn man da für die Kids da für kleines Geld, ich sag mal, weil auch die Disney-Comics sind ja teuer. Geh mal heute dir ein lustiges Taschenbuch kaufen. Und die gibt's bei Nextory nicht, natürlich. Eben, die gibt es bei Nextory nämlich nicht. Das heißt, da muss man sich überlegen. Nextory ist für mich halt deswegen im Moment so die etwas bessere Alternative zu Swoosh, weil halt das Portfolio größer ist, die Stundenbegrenzung, damit kann ich leben. Ne? Also das ist also, das reicht mir im Moment. Und mir ist halt klar, dass ich die Comics halt nicht besitze. Ne? Dass ich also wirklich hier, also quasi mir wie in einem Lesezirkel, ne, so alle paar Tage einen Comic ausleihe, also eine Zeitung ausleihe, die durchlese und dann gebe ich die wieder und dann weiter. Während dass ihr da jetzt mit Kindle und mit Comixology und so weiter. Das ist ja schon wieder was ganz anderes. Da geht es ja auch um keine Abos, sondern da geht es ja wirklich darum, Nein. ich kaufe mir diese Comics. Das heißt, das sind ja dann auch meine digitalen Comics und so weiter. Da spreche ich ja auch wieder so in gewisser Weise den Sammler an. Also auch den Lukas, der das auch im Englischen dann vielleicht. Gut, jetzt weiß ich nicht. Comixology gibt es ja immer noch so eine Art Streaming-Angebot bei Amazon. Also nach dem Motto, dass es da immer noch eine Flatrate, eine Lese-Flatrate gibt In den oder. USA, ja. Also da gibt Ja. es noch das klassische Comixology Unlimited. Hierzulande gibt es halt, ja. Das, was das Prime Reading, was man so in seiner Ja. Prime-Geschichte mit drin hat, da gibt es auch ein paar englischsprachige Comics tatsächlich, die da mit in der Prime-Gebühr mit drin sind. Und dann gibt es eben noch das zubuchbare Kindle Unlimited, in dem dann eben viele, viele, viele Sachen mit drin sind, aber auch nicht alles. Genau, das Wie war das denn? sind. Konnte man bei Comixology ursprünglich in der App dann auch direkt die Comics kaufen? Ich Wenn weiß nicht. Ja, Android hat das ausschließlich, du ja. hast sie quasi nicht streamen können. Ja. Genau, Ach also so, du meinst, ach, ob man die in der App, ja. ja, genau. Und jetzt ist es nicht mehr, nur noch über den Umweg, weil Deutschland nicht mehr unterstützt wird. Genau. Also Ja. als Mac-User oder als Apple-User hat man da eh keinen Verlust gehabt, weil das da gar nicht erst angeboten wurde, dass man auf den Store dann Zugriff hatte. Das musste man immer über den Browser lösen, da kaufen. Die App hat sich synchronisiert und dann hattest du die Comics dann da drin. Hat sich Aber das denn vielleicht geändert, weil das war ja eine Zeit lang auch wirklich, wenn du bei Prime Video warst. Du konntest zum Beispiel auf dem Apple TV in der Prime Video App keine Filme kaufen oder leihen. Das musstest du tatsächlich auch über den Browser machen. Also das heißt, du musstest den PC anschmeißen, das Ding kaufen oder leihen, damit du es dann in der App wieder angucken konntest. Aber inzwischen haben sie es tatsächlich geändert. Also du kannst jetzt heute zum Beispiel beim Apple TV, bei der Amazon App, die Filme auch sofort in der App Absolut. kaufen. Das ist halt so ein bisschen Geschacher gewesen. Natürlich hat Amazon keinen Bock, die 30% Ja. Beteiligung eben an Apple abzudrücken. Und dann haben allerdings war es Apple auch wichtig, dass Amazon Prime oder Amazon mit seinem Videoangebot auf den Apple-Geräten vertreten ist, und dementsprechend wird da ein bisschen geschachert, denke ich. Und ja, nur eben was die Bücher angeht, nö, das hatte sich dann da nicht geändert. Das Okay, war. alles klar. Ich dachte nur, weil es das vielleicht da auch dann irgendwie so nach dem Motto, dass es halt noch so ein Zeitfaktor wäre, weil das natürlich, das finde ich schon wieder sehr unkomfortabel, ne, in dem Moment, dass du dann diese Umwege da gehen musst. Ich war es gewohnt, aber für jemanden, der
aber auch tatsächlich, also es gibt tatsächlich ja Leute, die haben sowas wie einen Desktop-Rechner nicht mehr. Ne? Die haben halt eigentlich nur ein Mobile-Gerät. Die müssen es dann über den Browser des Gerätes dann erstmal anschauen. Da wird es dann tatsächlich ein bisschen umständlich, finde ich, ja. Was übrigens auch bei der Swoosh-Geschichte so komisch ist, dass man das Angebot nicht über den Browser nutzen kann. Man kann sich einloggen, man kann, glaube ich, ein paar Sachen einstellen, Aber aber. das hast du bei den meisten dieser Dienste mittlerweile. Also Nextory ist das gleiche, Bookdings auch. Ja. Gut. Ja. Also wenn es so einen Service gibt, dann soll das einfach und bequem sein. Ich meine, heutzutage hat man alles per Knopfdruck und man ist da wirklich verwöhnt und da will man ja auch keine Umwege dann irgendwie gehen. Das ist dann einfach nur ärgerlich und eine zusätzliche Hürde, finde ich. Da kaufe ich mir dann Ja. ein Buch, was ich lesen will und habe es von Amazon einen Tag später hier und gut, ich habe es halt dann hier liegen, muss es eventuell dann irgendwie nochmal verkaufen, aber ja, schwierig. Das ist für mich tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich auch merke, also Comics als Wertanlage ist lächerlich. Also wer das noch glaubt, weiß ich nicht. Und das Zweite ist, man kriegt sie einfach nicht los. Also ich habe hier wirklich, und ich habe hier Comics, die sind, weiß ich nicht, 2 Jahre alt. Die kriege ich nicht mehr verkauft. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich will sie für einen Einkaufspreis oder so. Da gehe ich die Hälfte runter mindestens. Ja, grundsätzlich ist der Service ist ja gut, auch um einfach mal reinzulesen. Ja. Und ich meine, wenn man dann so ein Comic. Wenn man sich in so einen Comic verliebt hat und das besitzen will, dann kann man sich das ja nachkaufen. Aber es darf halt einfach nicht so kompliziert sein, diesen Zugang zu bekommen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, oberste Priorität, wo die dann alle dran arbeiten müssen. Deshalb sperre ich mich da nicht. Ich weiß, Henning liest ja auch immer noch Print und wehrt sich da so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei ihm da aussieht, aber ja. Dürfen wir nicht sagen. Darf ich nicht. Im Moment zählt für mich halt bei Swoosh und bei Nextory dieser Faktor, ich kann sehr viel auswählen und mir angucken und wie gesagt, und ich kann jetzt die ganzen Reviews von Marian und Henning abarbeiten, was ich schon die ganze Zeit mache und dann, und auch Visual Noise. vom Visual Noise, ja genau, weil man da einfach jetzt mal so diese Möglichkeit hat, sich das alles anzugucken und zu lesen. Ja, wow, da haben sie recht. Oh ja, da bin ich jetzt nicht ganz ihrer Meinung. Das macht auch wieder Spaß. Wie gesagt, das ist das, was ich meine. Comic lesen, dass ich den Spaß da wieder dran bekomme. Wie gesagt, weil früher war das wirklich so, ich meine, das hat jetzt, hört sich blöd an, aber ich war halt auch nicht bereit, im Monat 200, 300 € dann noch für Comics auszugeben. Das ist nochmal ganz einfach so. Man wird mit die Eltern, man wird auch vernünftiger und ein bisschen kritischer mit ganzen Sachen. Ich habe, wie gesagt, Vielleicht auch ein damals bisschen ärmer. ärmer auch. Aber guck mal, ich habe ja damals meine Ja. US-Comics gesammelt. Da ist ja mir das passiert, wo ich jede Woche von meinem Händler kam mit 70 Einzelheften, die ich dann nur noch eingetütet habe und in eine Kiste gestellt habe und gar nicht mehr gelesen habe. Ich habe das dann damals auch gar nicht mehr gelesen. Das war das andere Extrem. Und so finde ich, das ist das, auch wenn die Dienste, sag ich mal, noch in den Kinderschuhen stecken, da ist noch Verbesserungspotenzial. Aber ich bin froh, dass wir zumindest in Deutschland auch diese Möglichkeiten besitzt, dass wir da mal mit anfängt, dass das noch Verbesserungspotenzial hat und dass man noch viele Sachen anders machen kann. Das steht gar nicht zur Debatte, das ist auf jeden Fall klar, aber ich finde die Idee, dass wir es endlich haben, sehr gut. Damit kann man doch rausgehen aus dem Ganzen hier, oder? Weil wir kratzen Jawohl. schon wieder an der dritten Stunde hier, Ja. die wir eigentlich mit diesem kleinen News-Roundup ausgestalten wollten. Ne? Wann werden wir es lernen? Ja. Wann lernen es die Hörer? Auf jeden Fall vielen Dank in die Runde, Lukas. Nochmal speziell auch an dich, dass du dazugekommen bist. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis denn. Ciao und gute Nacht. Ciao, gute Nacht. Ciao. Tschüss. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.